Hey, Gabby. Hey, du. Ich mag deine Brille. Wow, guck dir das an. Warte, guck. Nein! Was ist passiert? Wow, wir sehen echt gut aus. Das ist fantastisch. Willst du deine Haarfarbe ändern, aber nicht zum Friseur gehen? Dann bist du bei mir richtig. Sprühe Haarfarbe auf eine Bürste. Kämme damit durch deine Haare. Die Farbe wird dein Haar färben. Genau so. Du kannst auch andere Farben nehmen. Das ist so einfach. Und sieht toll aus. Wer braucht schon einen teuren Friseurbesuch? Ist das toll? Die Mascara sieht toll aus. Okay, und jetzt? Ich hab's. Hübsch. Was willst du? Verschwinde. Aber wie gemein. Das ist unfair. Oh, ich habe eine Idee. Endlich kann ich mich in Ruhe schminken. Ich verteile noch etwas Concealer. Schön langsam. Ha, das perfekte Verbrechen. Nicht schlecht. Genau den brauche ich jetzt. Was zum... Nicht so schnell. Lass mein Make-up in Ruhe. Aber du hast so viel davon. Immerhin habe ich noch das. Ich werde so schön aussehen. Oh, ich brauche ein Schwämmchen oder sowas. Naja, dann eben direkt aufs Gesicht. So funktioniert das, oder? Okay, das sollte reichen. Mit den Händen verteilt man das nicht. Gibt es etwas, das ich dafür benutzen könnte? Der Ballon könnte nützlich werden. Damit kann ich arbeiten. Ich puste den Ballon auf, mache einen Knoten hinein und verblende damit das Make-up. Wow, es funktioniert. Das sieht gut aus. Noch etwas mehr verblenden. Wo ist mein Concealer? Moment mal. Hey, was machst du da? Rück ihn raus. Wieso kriegst du all die schönen Sachen? Willst du den Ballon? Hey, du hast dein Make-up gut aufgetragen. Den benutze ich das nächste Mal. Schau mal. Danke, Kleine. Ich pudere mich nur schnell nach. Meine Augenbrauen könnten besser sein. Gut, dass ich den Augenbrauenstift dabei habe. Oh nein, ich muss in den Unterricht. Ich komme zu spät, mal wieder. Hi, wie geht's dir? OMG, sieh dir Gabby an. Was ist ihr Problem? Ups, vorsichtig. Meine Bücher. Schon gut, ich helfe dir. Das wäre erledigt. Schnell weg. Okay, das war seltsam. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube nicht. Hey Leute, seht euch das an! Wow! Trägst du da Raupen mit deinem Gesicht spazieren? Das ist echt gemein. Sorry, ich habe mich an der Tür geirrt. Beruhigt euch, die Show ist vorbei. Wo ist Gabby? Da bist du ja, schnell. Tut mir leid, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das ist ein interessanter Look. Das musst du sehen. Oh Gott, meine Augenbrauen sind riesig. Darf ich helfen? Male ein Zickzack auf deine Augenbraue. Dann malst du eine Linie auf die Augenbraue. Jetzt kannst du sie ausmalen. Dadurch sehen die Augenbrauen voller aus. Mit einem Augenbrauenpinsel bringst du die Haare in Form. So hältst du sie schön beisammen. Okay, das sieht schon besser aus. Und was sagst du? Ich sehe normal aus. Wow, danke. Schaut mich nicht so an. Da braucht wohl noch jemand unsere Hilfe. Ich übernehme das. Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift. Schön langsam. Bei anderen sieht das immer so einfach aus. Das läuft nicht so gut. Das ist zwecklos. Die perfekten Lippen, wie immer. Wow, sie
sieht echt gut aus. Ich brauche ihre Hilfe. Hi, Gabby. Du hast da etwas in deinem Gesicht. Nimm das. Danke. Lippenstift muss nicht schwer sein. Sieh her. Nimm deine Lieblingsfarbe. Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen. Und verteile es so auf deinen Lippen. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, das ist echt cool. Wünsch mir Glück. Eine Linie malen und dann mit den Lippen verteilen. Genau so. Das ist lustig. Wow, es hat funktioniert. Gut gemacht. Das war so lustig. Der Lehrer wusste nicht, was er tun sollte. Oh, hey Leute. Redet sie mit uns? Was soll's? Also, sie denken, sie wären etwas Besonderes. Oh, ich habe eine Idee. Bis nach der Schule. Bye. Beliebt sein hat seine Vorzüge. Oh, hey. Mal sehen, wie sie jetzt reagieren. Gabby wird meinen Style lieben. Da ist sie. Hey, sind das Piercings? Ohne Piercings sehe ich nicht so cool aus. Ich muss mir einen Nasenring zulegen. Hast du dich verlaufen? Ich will einen coolen Nasenring. Kaum zu glauben, dass ich das tue. Lass dir Zeit. Und gefällt dir etwas? Der hier. Der hier? Wirklich? Okay, wie du meinst. Das könnte wehtun. Es wird ziemlich sicher wehtun. So langsam bereue ich das. Mir wird schwindelig. Wusste ich's doch. Das passiert jedes Mal. Na los, bringen wir's hinter uns. Niemals. Nicht schon wieder. Das ist das vierte Mal in dieser Woche, dass jemand heulend davonläuft. Ich brauche einen neuen Job. Das war gruselig. Ich habe den Ordner mitgenommen. Ups. Moment mal. Wie wäre es mit der Büroklammer? Daraus mache ich mein eigenes Piercing. Die Büroklammer schneide ich in zwei mit der Zange. Dann stecke ich es an meine Nase. Ein kostenloses Fake-Piercing. Jasmine, bist du das? Hi. Hi. Du siehst toll aus. Ist das ein Nasenring? Wusste doch, dass etwas an dir anders ist. Ich habe auch zwei neue Piercings. Ich bin süchtig nach Piercings. Ich will immer mehr. Oh, hey. Bye. Ich brauche mehr Büroklammern. Ich habe meine Pinsel und meine Stifte. Okay, ich bin soweit. Setz dich hin. Oh, gut. Ich habe mich so drauf gefreut. Das freut mich zu hören. Wir beginnen mit einem leichten Puder. Sie werden umwerfend aussehen. Und jetzt? Die Farbe ist auf Ihre Augenfarbe abgestimmt. Nicht bewegen, still bleiben. Das steht Ihnen besonders gut. Oh, wir brauchen noch etwas Mascara. Okay, jetzt kümmern wir uns um Ihre Lippen. Ich liebe dieses Produkt. Da kommt nichts raus. Ich weiß, dass da noch etwas drin ist. Mann, ist das nervig. Oh. Ich liebe diese Show. Die Rahmen schmecken gut. Dieser Chris ist urkomisch. Wo ist meine Gabel hin? Die hilft mir weiter. Stecke die Tube zwischen die Gabelzinken und zieh sie hoch. So kommt der Lipgloss heraus und kein Produkt bleibt in der Tube. Fülle den Lipgloss in einen Behälter. Die brauche ich nicht mehr. So geht das viel einfacher. Nun brauche ich keine Tuben mehr quetschen. Und ich kann die Farbe mit einem Pinsel auftragen. Daran hätte ich früher denken sollen. Das sieht toll aus. Der Look ist vollendet. Wow. Gefällt es Ihnen? Wow, wirklich hübsch. Sie sind so talentiert. Vielen Dank. Ich lasse mir noch ein Tattoo stechen. Oh, da ist Brian. Quatsch, ich habe doch keine Angst vor Nadeln.
Ich gehe rüber und rede mit ihm. Wie sehe ich aus? Dann mal los. Was willst du? Hi, Brian. Hey, wie geht's so? Schöner Teddy. Ich habe auch so einen, Hey, das ist meiner. Das ist so jämmerlich. Gib den wieder her. Na dran. Hör auf damit. Hey, bleib locker. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Sorry, Lizzie. Babe, das war voll uncool. Ja, es ist meine Wolle, freches Einhorn. Oh, das ist doch blöd. Wer ist da? Oh, du bist es, Schatz. Was hast du? Ich will nicht drüber reden. Oh, nicht fein. Oma ist ja da. Danke, aber ich muss das selbst hinkriegen. Warum geht Brian mit ihr? Wir wären so ein süßes Paar. Hm, was sehe ich da? Ich hätte es wissen müssen. Es geht um einen Jungen. Und ich weiß, was zu tun ist. Komm mit. Setz dich. Was hast du vor? Oma, du weißt, was du da tust? Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Interesse von einem Jungen wecken will. Was glaubst du, wie ich deinen Großvater bekommen habe? Jetzt nicht bewegen. Wow, leg die Schere weg, Oma. Hm, kein Problem. Ich habe ein Backup. Bin gleich wieder da. Was hast du da? Das ist dein Grill. Gibt's Burger? Nö, ich brauche nur die Kohle. Wir müssen deinen Look ändern. Dieser Junge steht auf dunkelhaarige Mädchen. Also verabschiede dich von deinen blonden Locken. Ist das dein Ernst? Ja, da muss nur noch Zitronensaft rein. Wir brauchen nicht viel. Das dürfte schon reichen. Jetzt mache ich daraus eine Paste. Ich bin mir nicht sicher, aber mach mal. Oh, sieht gut aus. Es kann losgehen. Mach dich auf was gefasst. Ich mach das für Brian. Darf meine Handschuhe nicht vergessen. Jetzt wird's schmutzig. Ich brauche eine gute Handvoll davon. Und das trage ich dann auf dein Haar auf. Wow, guck dir die Farbe an. So dunkel und geheimnisvoll. Ich fange an, das zu bereuen. Ach, wage ein bisschen. Wir sind gleich fertig. Du siehst toll aus. Wirklich? Das sagst du nicht nur so? Wow, das sieht fantastisch aus. Ich hätte nicht an dir zweifeln sollen. Steht mir echt gut. Das stimmt. Lass mich dich anschauen. Wir haben noch einiges zu tun. Ich flechte dir Zöpfe. Die werden süßer sehen und sind ganz einfach. Jetzt noch die andere Seite. Mit denen bin ich ziemlich zufrieden. Gefällt mir. Danke, Oma. Du bist die Beste. Eine Sache noch, Süße. Die Brille muss weg. Gute Idee. Ich fühle mich so hübsch. Ich will meine Nägel machen. Eine Maniküre kann ich mir nicht leisten, aber ich kann das selbst machen. Ich habe verschiedene Nagellackfarben hier drin. Hm, welche nehme ich? Die Auswahl ist wirklich groß. Hm, der ist ein bisschen zu grell. Und der hier? Der passt nicht zu meinem düsteren Look. Oh, der ist es. Der wird fantastisch aussehen. Hä? Die Flasche ist leer. Alles alle. Das ist wieder typisch. Warte mal. Mit dem schwarzen Stift wird's gehen. Ich nehme ihn auseinander. Alles, was ich brauche, ist der Filz mit der Tinte. Ich brauche auch eine Schüssel. Hoffentlich klappt das. Ich muss da jetzt reinpusten, damit die Tinte rauskommt. Genau so. Puh, mir wird schwindelig. Jetzt nehme ich einen Pinsel und tauche den in die Tinte. Damit kann ich meine Nägel anmalen. Perfekt. Das geht richtig gut. Dann muss ich warten. Wenn das trocken ist, habe ich schwarze Fingernägel. Wow, die sehen fantastisch aus. Die muss ich Oma zeigen. Nimm das. Hey Oma, guck dir mal meine Nägel an. Sehr schön, Schatz. Habe ich selbst gemacht. Sieht aber voll professionell aus. Ja, das stimmt. Oh, woo. Nein. Oma, was hast du gemacht? Sei doch vorsichtig. Das tut mir schrecklich leid. Ich mach dich sauber. Beim Backen werde ich immer so übermütig. Alles weg. Du bist wieder sauber. Hm. Was guckst du so? Deine Haut. Sieht aus wie Porzellan. Gib mir deine Hand. Wow, ich bin tatsächlich blasser. Das ist wegen des Mehls.
Wow, das ist wie Make-up. Oma hat's wieder geschafft. Ich muss mich jetzt fertig machen. Stricken ist so entspannt. Hallo Oma, ich will mein Make-up machen. Ja, das reicht nicht. Aber was mache ich? Oh, ich weiß. Ich brauche Eyeliner. Mit dem kommt Schwung rein. Brian soll sich in meinen Augen verlieren. Ich muss nur gleichmäßig arbeiten. Wow, das war ja einfach. Jetzt das andere Auge. Erst eine Linie und dann leicht nach oben. So, kein Problem. Warte, das sieht nicht gut aus. Eine Seite ist größer als die andere. Ich krieg das hin. Ich gehe nochmal drüber. Oh, jetzt sieht's noch schlimmer aus. Ich versuche das auszugleichen. Schon wieder. Jetzt mache ich's richtig. Oh, blöder Eyeliner. Das wird ein Riesenschal. Der wird meine kleine Prinzessin warm halten. Sei ehrlich, sieht das schlimm aus? Oh, Vampir, mein Herz. Oh nein, geh nicht zum Licht, Oma. Hier sind deine Tabletten. Das war gerade so gruselig. Das blasse Gesicht, die dunklen Augen. Ich dachte, meine Zeit wäre gekommen. Halt still. Das ist unangenehm. Das wird nicht reichen. Aber ja, ich denke, das wird helfen. Damit wird der Liner makellos. Ich schneide hier eine Ecke ab. Hä? Wo ist sie hin? Da ist sie ja. Perfekt. Oh, und ich brauche noch meinen Kaugummi. Den klebe ich hinten ran. Was brauchen wir noch? Ich weiß. Ich klebe meine Haarnadel an den Kaugummi. Lass uns jetzt dein Make-up richten. Gib mir den Liner. Hier hast du. Mit dem male ich die Ecke an. Die muss komplett bedeckt sein. Es ist soweit. Halt still. Ich drücke sie gegen dein Augenlid. Und du bekommst den perfekten Winch-Liner. Das klappt immer. Wow, du bist echt schlau, Oma. Das ist fantastisch. Du überraschst mich immer wieder. Was würde ich nur ohne dich tun? So bin ich eben. Ich backe Kekse für Brian. Hoffentlich mag er sie. Ich habe sie nach Omas Rezept gemacht. Voll lecker. Jetzt warte ich, bis sie goldbraun sind. Ah, kann's kaum erwarten. Mir gefällt dieses Outfit. Wow. Oh, hey, Brian. Hau ab, Molly. Wird Zeit, mich ins Spiel zu bringen. Oh mein Gott, er flirtet mit mir. Hey, wir hängen nie zusammen ab. Das sollten wir ändern. Habe ich dir schon gesagt, dass du heiß bist? Ich meine, so heiß, dass du qualmst. Hä? Qualm? Was ist hier los? Die Kekse? Nein, sie sind verbrannt. Das ist eine Katastrophe. Brian wird die nicht haben wollen. Ich glaube, man kann die nicht mehr essen. Warte mal. Mir kommt da eine Idee. Ich könnte neue Klamotten gebrauchen. Ich schiebe das Kleid in den Ofen. Dann drehe ich die Hitze hoch. Ich werde ein süßes schwarzes Kleid bekommen. Unfassbar, dass ich ein Loch in meiner Jacke habe. Warte, ist das Rauch? Nein, Feuer, Feuer! Keine Bange, Lizzie, ich komme! Hilfe ist da! Was machst du hier? Oh, hey, guck dir mein neues Kleid an. Total süß, oder? Jetzt ist mein Look komplett. Warte, ich habe an dieser Pose gearbeitet. Sehr schön. Hä? Was zum... Oh, Mami! Warte, was ist das? Hey, du! Denk daran, sei mürrisch. Ich find's toll, was du mit deinen Haaren gemacht hast. Wirklich? Das ist süß von dir. Was ist hier los? Brian? Hey! Oh, da ist Molly. Einfach ignorieren, dann haut sie ab. Was ist hier gerade passiert? Das ist so unfair. Mom hat gesagt, ich kann so viele haben, wie ich will. Oh, wow. Wie geht's? Oh mein Gott, er ist so herrlich. Ich bin hier. Aus dem Weg. Ernsthaft, dieser Typ? Ich habe mir Online-Flirt-Videos angesehen. Hat da jemand ein Fenster aufgemacht? Nein, Dummerchen, ich bin's. Hör auf, mit den Wimpern zu klimpern. Ah, ich mein's ernst. Lizzie, halte dich ein bisschen zurück, ja? Das ist ja wie ein Orkan. Ich glaube, es funktioniert. Wie hast du das geschafft? Das war crazy. Ich hau ab. Wo will er denn hin?
Ist schon gut. Aber... Shh, er verdient dich nicht. Keine Sorge, ich bin für dich da. Kaum zu glauben, dass ich das gemacht habe. Das ist so peinlich. Es war cool, als ob du Superkräfte hättest. Du bist wirklich ein Windmädchen. Nur, du hast da was auf den Zähnen. Das ist wohl noch vom Mittagessen. Besser so? Guter Versuch, aber nein. Ich weiß, was wir machen. Wir müssen nur etwas online einkaufen. Wow, das ging ja schnell. Das ist ja spannend. Kaum zu glauben, dass du mir einen... Donut? Ich probier's mal aus. Das kitzelt. Das gefällt mir irgendwie. Wie sehen meine Zähne aus? Wow, das ist mal ein Hollywood-Lächeln. Da ist Jeff. Weh mich nicht wieder weg. Das war gemein. Vergiss ihn doch einfach. Was mache ich denn falsch? Lizzie, warte. Hör mir zu, du bist perfekt, so wie du bist. Nein, bin ich nicht. Schau mich doch an. Mein Gesicht ist übersät mit Pickeln. Ich sehe so schrecklich aus. Ich werde doch nie einen Freund finden. Ich hasse es, sie so zu sehen. Das ist so ärgerlich. So, ich habe genug. Jetzt drücke ich sie alle aus. Nein, das tust du nicht. Liam? Sorry. Ich habe eine Idee. Was denn jetzt? Damit kannst du alles ausdrücken, was du brauchst. Diese Pickel kannst du ruhig ausdrücken. Das hört sich toll an. Ich versuche, den hier zu quetschen. Das ist so eklig. Und so süchtig machend. Der war ganz schön groß. Ich kann nicht mehr aufhören. Und ich habe etwas für dich. Ich nehme mal deine Brille ab. Und eines dieser Pickelpflaster. Das hilft, deine Pickel zu verdecken. Und so heilen sie auch schneller. Sie sind auch transparent. Das heißt, man kann sie auch mit Make-up kaschieren. Jetzt warten wir. Das sollte reichen. Die Pickel sind verschwunden. Das ist wie Zauberei. Aber die brauchen wir nicht mehr. Na, guck mal. Wow, bin ich das? Meine Haut leuchtet ja. Danke, Liam. Ich muss mich schminken. Hä, Lizzie? Das hast du nicht gesehen, oder? Ich hoffe nicht. So, ich muss mich schminken. Ich möchte wirklich schön aussehen. Beauty-Berater zu sein, macht wirklich hungrig. Aber ich kann nicht mehr essen. Bist du bereit? Sag du es mir. Was hast du getan? Hör auf zu schreien! Das war schrecklich. Ist es so schlimm? Also, mir gefällt's. Das wird mich noch lange in meinen Träumen verfolgen. Moment. Ich glaube, ich kann das gebrauchen. Du machst Witze, oder? Schmutzige Gabel? Nimm's einfach für dein Make-up. Okay. Es fühlt sich seltsam an, aber ich trage die Foundation zwischen den Zinken auf. So werden die Linien sehr dünn. Dann nehme ich eine hellere Schattierung. Es sieht nicht gut aus, also noch nicht. Jetzt verblende ich sie. Ich beginne mit den Seiten meiner Nase. Das sieht so natürlich aus. Und ich kann den Löffel für Lidschatten benutzen. Ich halte ihn vorsichtig übers Auge und trage das Make-up auf. Ich übe nur ein wenig Druck aus, um dunklere Linien zu erzeugen. Wow, was für ein Unterschied. Bin beeindruckt. Wie sehe ich aus? Wow, du bist wunderschön. So lobe ich mir das. Ich liebe es. Liam, alles okay? Du starrst mich so an. Ja, richtig. Die nehme ich. Glaube, ich habe das cool gespielt. Hast du was gesagt? Ich muss ein Selfie machen. Das sieht lächerlich aus. Andere Pose vielleicht? Mal sehen. Sind meine Lippen schon immer so dünn gewesen? Ich wünschte, die wären voller. Ich meine, ich kann sie größer machen mit ein bisschen editieren. Das sollte reichen. Mal sehen. Also das gibt bestimmt nicht viele Likes. Muss einen anderen Weg finden. Aber was? Den Staubsauger benutzen? Da kann doch gar nichts schief gehen. Das ist der perfekte Plan. Da hätte ich echt früher drauf kommen können. Also den Schlauch über die Lippen und anschalten. Das ist ein ziemlich starker Sog. Ich bin in der Falle. Hilfe, rette mich, nimm das weg. Ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen. Liam, tu was! Ich bin frei. Meine armen Lippen, die tun voll weh. Das war besser als jede Comedy-Show. Okay, vielleicht kann ich da helfen. Aufstehen. Was hast du denn vor? Lass den Staubsauger in Ruhe. Wir versuchen das mal.
Und ich habe einen Grund, meine Haare zu zeigen. Eine Shampoo-Werbung wartet auf mich. Yeah, schöne Haare. Was denke ich denn da? Mein Haarband ist die Antwort auf deine Lippenprobleme. Halt still. Au! Liam, was machst du da? Bist du fertig? Das ist anders. Sicher, dass das klappt? Das ist bestimmt lang genug. Sieht gut aus. Und nun noch etwas Lipgloss. Wow, das ist alles, was ich jemals wollte. Und auch alles, was ich jemals wollte. Vergiss, dass ich das gesagt habe. Noch ein Selfie? Ich hab's mal versucht, meine Lippen wurden dabei blau. Und dann meinte ich so zu der Lehrerin, nein, sie irren sich. Die war so wütend. Wow. Die Moral von der Geschichte, 5 Tage nachsitzen ist langweilig. Hast du das gehört? Oh, der Abschlussball. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Was ziehe ich nur an? Es gibt so viel. Das würde deiner Oma gut stehen. Wirklich? Also ich mag das. Ha? Ha? Pass. Ich liebe diesen Pulli. Okay, sag nix. Mir gehen die Kleider aus. Lizzie, warte. Ich finde nie was zum Anziehen. Das ist ein Desaster. Warte doch mal. Halt, ich glaube, wir können die Hose gebrauchen. Wie denn? Schau zu. Wir versuchen, etwas für mich zu finden. Einfach abwarten. Also, ich finde wirklich nicht, dass die Farbe dir steht. Wow! Also, das ist echt lustig. Ich hab's mit Absicht getan. Fast fertig. Ich ziehe die Hose über die Brust hoch. Und was dann? Ich steck die Hand durch das andere Bein. Ein brandneues Kleid. Wow, du bist so ein Modeguru. Jetzt noch die Beine rasieren und dann rock ich das Outfit. Liam? Sorry, ich hab mich hinreißen lassen. Kann ich es anprobieren? Wirklich jetzt mal, zieh das Kleid aus. Also, beide Beine hier durchstecken. Und den Arm durch dieses Bein. Genau so. Wow, das ist wunderschön. Da stimmt aber irgendwas nicht. Ah, ich weiß. Ich nehme den Arm raus und das Hosenbein um meine Taille wickeln. Japp, schon besser. Wow, wer hätte das gedacht? Das ist voll süß. Wow, Lizzie, du siehst umwerfend aus. Ich weiß. Ich glaube, du bist fast bereit für den Ball. Aber du brauchst Schuhe. Barfuß könnte das nicht ganz so gut sein. Ja, du hast recht. Mal überlegen, ist das Glitzer? Das wird fantastisch aussehen. Oh, das gefällt mir. Ich klebe Klebeband um meine Beine. So wird ein Rahmen erzeugt. Dann streue ich den Glitzer über meine Füße. Keine Stelle auslassen. Und nun streiche ich den Glitzer die Beine hoch. Bis zum Klebeband. Wenn es fertig ist, ziehe ich das Klebeband ab. Das ist viel besser als langweilige Socken. Ich fühle mich so stylisch. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Moment, da ist doch noch was. Trag deine Haare lieber offen. Wenn du das sagst. Besser. Wow. Und was ziehst du an? Ich? Ja, du willst doch nicht im T-Shirt gehen. Oh mein Gott. Sieht das okay aus? Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Hab's einfach angezogen. Sieht toll aus. Gehen wir? Ich gehe mit dir überall hin. Das wird ein richtig guter Abend. Ja, das hoffe ich. Kannst nicht erwarten, dich tanzen zu sehen. Was? Ich bin ein toller Tänzer. Ich bin gleich wieder da. Lizzie? Wow, du siehst heiß aus. Na toll, dieser Typ. Ich mag die neue Version von dir. Bock, vielleicht später zu tanzen? Wer weiß. Ich lasse euch zweimal alleine. Du gehst nirgendwo hin. Nicht ohne mich. Wirklich? Also... Liam ist mein Date und nur mit ihm werde ich tanzen. Wow. Ich meine, ja, ich bin Lizzies Date. Tut mir leid, Bro. Bis dann, Jeff. Oh Gott, das war irgendwie peinlich. Ich hoffe, das ist der richtige Ort. Hallo? Puh, was für ein Tag. Entschuldigung. Oh, gib mir eine Minute. Das hast du nicht gesehen, okay? Willkommen zum magischen Makeover. Bitte setz dich doch. Ich räume nur schnell die Chips weg. Ich bin hier, um all deine Makeover-Träume wahr werden zu lassen. Warte, ich hasse Krümel. Ich bin total nervös. Ja, das sehe ich. Lass mich mal sehen, womit wir arbeiten. Nicht bewegen. Wow, das sind ja eine Menge Pickel. Ich muss im Handbuch nachsehen.
Ich habe noch nie eine Stufe 5 gesehen. Ich dachte immer, das wäre nur ein Mythos. Du hast ein Handbuch? Also, ist Stufe 5 gut? Ah, danach habe ich gesucht. Komm mit. Setz dich, wir machen uns an die Arbeit. Ist das ein Hexenkessel? Hey, privater Bereich. Warum sind Sterbliche nur so neugierig? Lass uns loslegen, ich gebe ein paar Kräuter rein. Was dann? Ah, eine Karotte, sie hilft im Dunkeln zu sehen. Ein süßer kleiner Käfer, das lag hier rum. Frag nicht, wo das herkommt. Das ist ekelhaft. Es hat geklappt. Wo ist mein Löffel? Oh, meine Lieblingsschlange, halt mal kurz. Das ist eine echte Schlange. Jetzt schön umrühren. Das sieht gut aus. Mmh, genau wie Oma es gemacht hat. Es braucht noch etwas Würze. Ist okay. Ich fange an, das zu bereuen. Ich denke, er ist fertig. Das wird dir gefallen. Ich bezweifle das. Hier für dich. Nein, nein, ist schon gut. Ich nehme eine Limo. Setz dich und trink den Trank. Ich helfe dir. Wenn du das sagst, dann los. Gut, hä? Trink alles schön aus. Ich fühle mich anders. Ja. Ich denke, das muss auch so sein. Gib mir einen Moment. Wow, das ist nicht für dich. Ich brauche einen Rat. Ich hoffe, sie nimmt ab. Hey, Süße. Also, ich habe hier Stufe 5. Stufe 5? Wirklich? Ich habe das Rezept befolgt, aber eventuell habe ich den Zaubertrank vermasselt. Schau's dir an, aber halt dich fest. Oh, hi! Oh mein Gott! Tantchen, hallo? Ich muss das als magische Eilzustellung schicken. Oh, es ist hier. Ich frag mich, was es ist. Genau, was wir brauchen. Das ist eine Reinigungsbürste. Deine Haut wird danach strahlen. Versuch's mal. Ist das auch ungefährlich? Das kitzelt. Es entfernt alle Unreinheiten von deiner Haut, inklusive abgestorbener Hautzellen. Das fühlt sich gut an. Wir wollen keine Stelle verpassen. Fast fertig. Wow, meine Haut fühlt sich fantastisch an. Wow, vielen Dank. Selfie. Niemand lässt mich mit aufs Foto. Normalerweise lasse ich die Linse springen. Hä? Wie ist das denn möglich? Ich bin verwirrt. Bin ich das? Das ist ein ausgewachsener Schnurrbart. Lass mich mal sehen. Sag mir die Wahrheit. Ist das schlimm? Das möchte ich lieber nicht sagen. Schon gut. Ein bisschen Magie wird das richten. Okay, das ist neu. Keine Sorge, die Batterien sind bestimmt nur alle. Versuchen wir es nochmal. Das ist vorher noch nie passiert. Hab ich deinen Zauberstab zerstört? Ja, hast du. Macht nichts. Ich habe eh einen neuen gebraucht. Aber bis dahin können wir das nehmen. Das bringt alles in Ordnung. Tada! Aber ich kann nichts sehen. Und niemand sieht dich? Problem gelöst. Lass es einfach drauf. Ich muss was nachprüfen. Was würde ich nur ohne Internet machen? Es dauert nicht lange. Oh, das sieht interessant aus. Ich kaufe das. Ah, da ist es schon. Das ist ein toller Service. Und das ist für dich. Das ist so aufregend. Wow, das ist cool. Als ob man in der Zukunft lebt. Damit wirst du deinen Schnurrbart los. Schau's dir an. Ich kann doch nichts sehen. Oh ja, sorry. Schau's dir an. Ja, was ist das? Du wirst es herausfinden. Bleib weg. Nein, nein, nein. Schau dir das an. Die Haare werden einfach rausgezogen. Das ist ein Wunder. Deine Oberlippe ist wieder schön glatt. Ist es vorbei? Wow, ich kann's nicht glauben. Ich bin einfach gut. Ups, lass mich mal die Haare wegfegen. Und das bringen wir noch in Ordnung. Danke, du bist so nett. Wann hast du das letzte Mal Zahnseide benutzt? Schau's dir selbst an. Schon gut, das kriegen wir hin. Ich muss nur was herzaubern. Kaugummi. Fang an zu kauen. Wow, du bist so fordernd. Ich hoffe, das klappt. Aber gut wird's schmecken. Mh, der ist gut. Was machst du da? Du brauchst mehr. Okay. Besser so. Mit so viel Kaugummi im Mund kann ich kaum reden. Mein Kiefer tut schon weh. Das machst du toll. Okay, spuck ihn aus.
Erinnere mich daran, das später zu verbrennen. Okay, zeig mir dein Lächeln. Soll das ein Witz sein? Ich dachte, das klappt. Das ist ein harter Brocken. Oh, ich weiß. Zeit, die Zähne zu putzen. Zum Glück kümmert sich mein Zahnputzer darum. Hä? Wo ist er hin? Oh, ich wusste, in dem Haus spukt's. Genau, was wir brauchen. Das sieht schick aus. Da fehlt noch was. Halt mal. Das kann's aber nicht sein. Was geht hier vor? Wo kommt das denn her? Versuchen wir es nochmal. Das gefällt mir nicht. Was soll das denn? Gib mir die. Okay, jetzt aber. Zauberstab, benimm dich. Bitte funktioniere. Mama, Hilfe! Endlich. Das hast du toll gemacht, Zauberstab. Putzen wir jetzt deine Zähne. Gib mir das. Ich gebe die Zahnpasta auf diesen Bereich. Das sollte reichen. Bald aufmachen. Komm schon, steck das in den Mund. Bist du dir da sicher? Ich versuch's mal. Jetzt warten wir. Das fühlt sich lustig an. Okay, das sollte reichen. Schauen wir es uns an. Bereit? Komm schon. Was sagst du? Sind sie weiß? Ich brauche eine Sonnenbrille, wenn du lächelst. Ich habe noch was anderes für dich. Damit bekommst du knackige Lippen. Wow, ich liebe es. Ich fühle mich wie ein Hollywood-Star. Wirf dich in Pose. Und? Hat's geklappt? Wow, das versuche ich später auch. Schau's dir an. Oh, bin das wirklich ich? Ich kann dir gar nicht genug danken. Ach, das macht mir ja auch Spaß. Was für ein Unterschied. Aber ich muss noch was mit meinen Haaren machen. Nur was? Ich bitte dich, das ist meine Spezialität. Das war mein Hauptfach an der Feenschule. Das ist mein anderer Zauberstab. Ich muss darüber nachdenken. Wir könnten sie abrasieren. Du könntest eine Glatze haben. Ich werde es einfach stylen. Ja, das klingt besser als rasieren. Das ist hartnäckig. Ich habe alles unter Kontrolle. Ist schon lange her, dass ich eine andere Frisur probiert habe. Darf ich sehen? Warte, musst du nicht. Du siehst, was mache ich jetzt? Warte, ich brauche Kissy Missy. Da bist du ja. Verstanden? Wow, schau dir das an. Wow, genau was wir brauchen. Danke, Kissy Missy. Oh ja, das ist das richtige Teil. Ich habe Angst. Alles wird gut. Ich nehme eine Haarsträhne und stecke sie ans Gadget. Ich mache das Gleiche auf der anderen Seite. Und dann lassen wir das Ding seine Arbeit machen. Es flechtet deine Haare in Sekunden. So einfach ist das und sieht toll aus. Hätte ich daran nur früher gedacht. Wow, was wird Ihnen als nächstes einfallen? Das fühlt sich toll an. Wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen noch Bling Bling. Ich lege das Gadget an dein Haar an und klicke einfach. Und die Edelsteine bleiben am Haar haften. Das wird dir gefallen. Jetzt noch die andere Seite. Das war's. Alles erledigt. Den wirst du brauchen. Wow, das ist perfekt. Was würde ich nur ohne dich machen? Oh, du bist so süß. Komm mit, stell dich dahin. Was hast du vor? Irgendwas fehlt noch. Dreh dich mal um. Okay. Ich fühle mich so unbeholfen. Die Klamotten bringen's nicht. Zeit für ein bisschen Feenzauber. Was? Was geht hier vor? Das gefällt mir. Das steht mir, oder? Ich glaub nicht, dass du der sportliche Typ bist. Weiter. Was? Das werde ich nicht tragen. Wechsel das. Das sieht süß aus. Ungezogener Zauberstab. Okay, wie wär's damit? Das ist anders. Aber ich rocke voll ab. Ich fühle mich so cool. Mach das lieber nicht nochmal. Mir fehlen langsam die Möglichkeiten. Das ist es. Das ist sehr schön. Wow, du siehst toll aus. Es hat eine Weile gedauert, aber ich denke, wir sind fertig. Ups, fast vergessen. Wir nehmen die Brille ab. Warum ist alles so verschwommen? Du bist nie zufrieden, oder? Au! Hey, ich kann sehen. Und jetzt verschwinde. Der Matheunterricht war gut. Wow!
Mir gefällt dein neuer Look, Tina. Dann mache ich mal einen guten Eindruck. Hi, Mädels. Redet der mit uns? Streberalarm. Als ob. Aber ich wollte nur nett sein. Wir sehen uns später. Hi, Jared. Wow, du kennst meinen Namen. Was ist das für ein Buch? Das ist über Dinosaurier. Vielleicht lesen wir zusammen. Hey, was ist das für ein Geräusch? Das kommt von den Toiletten. Hört das sonst keiner? Was ist da drin los? Ich muss nachschauen. Hallo? Ist hier jemand? Echt seltsam. Niemand da. Warte mal. Da ist was im Klo. Was ist das? Ist das eine Puppe? Die ist ja voll mit Glibber verschmiert. Total eklig. Riecht auch so. Das war nicht sehr nett. Niemand mag Morba. Hört auf damit. Tja, lauft lieber weg und kommt nicht wieder. Soweit alles okay? Du kommst mit zu mir. Wir müssen dich sauber machen. Das wird sicher nicht einfach. Ich meine, du stinkst. Okay, entfernen wir erstmal den Schleim. Igitt, ist das eklig. Das ist so klebrig. So, alles weg. Aber schmutzig bist du trotzdem noch. Das sieht nicht gut aus. Ich werde dich waschen. Die schmuddeligen Klamotten kommen auch weg. Was glaubst du, was du da tust? Hä? Hast du was gesagt? Ich bin mir dessen schon bewusst. Oh, natürlich. Sorry, was habe ich mir nur gedacht? Lass dir Zeit. Danke. Wow, fühlt sich gut an, diese Klamotten loszuwerden. Das glaube ich. Und gleich nimmst du ein schönes heißes Bad. Ich bereite alles vor. Das Wasser ist schön warm, damit du dich entspannen kannst. Ich mache noch einen Badezusatz rein. Den verteile ich gleich. Wow, so viel Schaum. Wie kommst du voran? Ich bin soweit. Hübscher Badeanzug. Die Farbe steht dir. Ich helfe dir in die Wanne. Na, wie ist es? Ist das Wasser okay? Ich brauche einen Schwamm. Mit dem geht der Dreck schön ab. Jetzt wird geschrubbt. Ist das gut so? Oh ja, das tut so gut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Okay, fertig gebadet. Wir wollen ja nicht, dass du faltig wirst. Wow, so ein Unterschied. Was kommt als nächstes? Ich sehe schon. Gegen diese Pickel müssen wir was tun. Schon mal was von Waschgel gehört? Keine Sorge, ich quetsche gerne Pickel aus. Nicht bewegen. Wow, das war eine Eruption. Wir müssen wohl noch was anderes ausprobieren. Nee, den brauche ich nicht. Den auch nicht. Aha, danach habe ich gesucht. Ich liebe diese pflegende Gesichtsmaske und sie hilft gut gegen Pickel. Meine Haut strahlt danach immer. Und ich habe auch eine für dich. Guck sie dir an. Dir wird das auch gefallen. Und jetzt warten wir. Oh, wo bin ich? Ach ja, die Gesichtsmaske. Wow. Nehmen wir sie ab. Mal sehen, wie sie gewirkt hat. Noch nicht richtig. Normalerweise klappt's mit der immer. Was können wir noch nehmen? Oh ja, ich weiß was. Gurken sind fantastisch. Lecker und gut für die Schönheitspflege. Ich lege die Scheibe auf dein Gesicht. Ich hoffe, mit der wird's gehen. Und ich esse einen Snack, während wir warten. So ein Makeover macht Hunger. Da kommt die Gurke genau richtig. Wo ist sie? Oh, schon alle. Die habe ich genossen. Oh, da ist ja noch eine Scheibe. Die esse ich aber nicht. Okay, wir haben noch eine Möglichkeit. Die wird nicht schön werden, aber ein Versuch ist es wert. Halt still. Ich drück den Schleim auf dich. Der kleine Kerl ist eklig. Hoffentlich wird das was. Ich massiere ihn in die Pickel. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, hm? Das gibt's doch nicht. Die Pickel sind weg. Wow, das ist erstaunlich. Das muss ich mir merken. Ich könnte einen Pickelwegzauberer gut gebrauchen. Schauen wir mal. Ich bin nicht überzeugt. Vielleicht geht das nur bei Puppen. Naja, ich bleib bei meiner Seife. Hier, schau mal in den Spiegel. Was sagst du? Wow, meine Haut sieht toll aus, aber da gibt's noch einiges zu tun. Ist dir meine Brau schon aufgefallen? Ich meine, ist mir nicht aufgefallen. Soll das ein Witz sein? Guck sie dir an! Ich wollte nur höflich sein, aber ich weiß, was zu tun ist.
Oh, das finde ich süß. Wird Zeit für die OP. Aber was nehme ich? Die Auswahl ist groß. Lass mich nachdenken. Aha, ich weiß. Der Hammer. Oh! Wahrscheinlich keine gute Wahl. Damit wird's gehen. Tu das bitte nicht. Wenn ich mir's recht überlege, ich hab's. Ich nehme die Pinzette. Puh, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Die ist schon besser. Auf geht's ans Zupfen. Sag Bescheid, wenn's wehtut. Wow, ganz schön viele Haare. Hast du schon mal was von Waxing gehört? Das nimmt ja kein Ende. Im Ernst? Wie konnten die so buschig werden? Puh, wird's hier drin heißer? Ich komm ganz schön ins Schwitzen. Nur noch hier hinten. Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Diese Brauen sehen hübsch aus. Du siehst toll aus. Hoffe, dir gefällt das. Aber es gibt noch mehr zu tun. Wir müssen an deinem Lächeln arbeiten. Alles wird gut. Ich habe genau das Richtige. Weit aufmachen. Deine Zähne werden funkeln. Zeig mir dein strahlendes Lächeln. Ich bin etwas nervös. Okay, da ist es. Wow, das ist so hell. Wow, das ist ein richtiges Hollywood-Lächeln. Was für ein Glow-Up. Du siehst fantastisch aus. Das hat alles super geklappt. Hoffe, du magst dein neues Ich. Das ist schön. Hör nicht auf. Mein Finger klebt fest. Keine Panik, ich zieh ihn ab. Aua, aua, hör auf. Ich hab's gleich. Aua, autsch. Siehst du, alles in Ordnung. Oh, das ist nicht gut. Hast du schon mal über eine neue Frisur nachgedacht? Sind das meine Haare? Es ist okay, keine Panik. Ich weiß, was zu tun ist. Zumindest hoffe ich das. Vielleicht habe ich was, das hilft. Wow, eine Menge Schrott. Warum habe ich diese Wollfäden? Ich sollte meine Taschen öfter mal leeren. Hey, ich denke, die könnten wir nehmen. Das wird toll aussehen. Aber vorher brauche ich noch den Rasierer. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Ich werde dir jetzt die Haare abrasieren, sonst werden wir den Glibber nie los. Gleich fertig. Jetzt brauche ich Wolle und einen Holzspieß. Mit dem Spieß drücke ich die Fäden einfach in die Löcher. Ich nehme auch andere Farben. Das ist viel günstiger als ein Besuch im Salon. Wow, manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Das ist ein echt cooler Look. Du siehst total modisch aus. Und jetzt spür den Wind in deinem Haar. Oh yeah, ich bin ein Star. Ich stehe auf diesen Look. Vielleicht mache ich mir was Ähnliches. Vielleicht auch nicht. Was guckst du dir an? Oh, schau dir das an. Nee, das steht mir nicht. Das ist schon eher mein Stil. Schick und trendy, ich liebe es. Wow, ich auch. Ich könnte neue Klamotten gebrauchen. Gefällt dir das? Schon verstanden. Bin gleich wieder da. Ich muss doch was für dich zum Anziehen haben. Ew, auf keinen Fall. Nee. Nee. Niemals. Warte mal. Damit kann ich was anfangen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, es wäre mehr... ja, ich stimme zu. Das ist es nicht. Was gibt's noch? Mal gucken. Hey, schau mal, was ich hier hab. Das ist aus der Mother Nature Kollektion. Nein, gefällt dir auch nicht? Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr haben, außer... Ich könnte was aus dem Ton machen. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht so recht. Was hast du damit vor? Pass auf. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich beginne damit, den Ton flach auszurollen. Dann schneide ich ihn zu. Dafür nehme ich ein Tonmesser. Ich fange mit einer langen Linie an und schneide dann eine Hose aus. Hey, die sieht ziemlich gut aus. Jetzt vorsichtig hochheben. Und ich lege sie auf die Puppe. Und dann das Oberteil. Wow, das ist ein tolles Outfit. Steht dir echt gut. Ich bin sogar neidisch. Ich will auch solche Klamotten. Warte mal. Irgendwas fehlt noch. Du brauchst auch eine Jacke. Ich ziehe sie dir gleich an. Wow, dir rundet dein Outfit total ab. Und jetzt bist du bereit zum Posen. Wow, die Menge liebt dich. Ich fühle mich fantastisch. Ja, das ist meine Schokoladenseite. Du bist so hübsch. Und ich bin müde. Das war ein anstrengender Tag. Aber wir haben viel geschafft. Lass uns schlafen gehen. Hey, aufwachen! Was ist los? Hi, wie geht's?
Das muss ein Traum sein. Nee, ich bin wirklich hier. Und ich sehe toll aus. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wow, unglaublich, dass das passiert ist. Du bist echt. Ich wusste, wir wären beste Freunde. Das ist der schönste Tag aller Zeiten. Ja, ich weiß. Komm her. Das scheint ein guter Platz zu sein. Ich will nicht, dass jemand neben mir parkt. Und jetzt geht's in die Schule. Ich würde ja lieber shoppen gehen, aber was soll's. Ich bin da. Oh Mann, du siehst toll aus. Ja, ich weiß. Wow, so schön, wie der Wind durch meine Haare weht. Das müsst ihr euch angucken. Hä? Was ist los? Oh, das ist voll lahm. Hey, hello Ladies. Guckt ihn euch an. Wer fährt denn noch mit dem Rad zur Schule? Oh, das tat weh. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das war Absicht. Oh, hi Molly. Kommt, lasst uns gehen. Vielleicht sehen wir uns später. Okay. Habt ihr über mich gelacht? Das war seltsam. Die Mädels denken, sie wären was Besonderes. Na, ich werde es denen zeigen. Ich habe einen Plan. Das erfordert meine ganzen Programmierkenntnisse. Ich werde einen Algorithmus erstellen. Der zeigt mir die Geheimnisse der Beliebtheit. Das macht durstig. Ich brauche einen Drink. Bäh, ich hasse Kaffee. Ich bin fast fertig. Ich brauche nur noch ein paar Zeilen. Wow, das ist ein Kunstwerk. Und ausführen. Das ist es. Mein Leben wird sich ändern. Wow, das braucht man, um beliebt zu sein. Scheint eine Menge Arbeit zu sein. Aber die wird sich lohnen. Worauf warte ich noch? Ich schau mal, womit ich arbeite. Nicht so toll. Ich sollte meine Zähne öfter putzen. Bäh, die sind ganz schön eklig. Da hinten hängt was. Was zum... Ich muss endlich mal richtig kauen. Zahnseide. Die könnte helfen. Ich habe gesehen, wie Mama die benutzt. Ich frag mich, was der ganze Wirbel soll. Das fühlt sich gut an. Das könnte ein Problem sein. Das habe ich davon, wenn ich mich um meine Zähne kümmere. Aber das wird helfen. Ich stelle mein Auto hier hin. Dann wickle ich die Zahnseide um den Spoiler. Die muss gut halten. Die werde ich brauchen. Ich bin voll nervös. Starten wir die Motoren. Los geht's. Ich brauche mehr Leistung. Vollgas, Vollgas. Hey, ich glaube, das klappt. Juhu, los. Was ist denn hier los? Das Geld habe ich schon gesucht. Ich glaube, ich habe alles. Igitt, kein Wunder, dass mein Atem stinkt. Ich putze mir jetzt noch die Zähne. Gleich habe ich ein Filmstar-Lächeln. Minzig. Ich darf keine Stelle verpassen. Da waren eine Menge Flecken drauf. Wie sehen sie aus? Was? Ich hätte ein bisschen mehr Glanz erwartet. Verzweifelte Zeiten verlangen nach verzweifelten Maßnahmen. Weit aufmachen. Fühlt sich seltsam an. Aber ich mag das. Okay, jetzt wird geschrubbt. Ich werde mehr Zahnpasta brauchen. Die kann weg. Eine Zahnbürste reicht nicht aus. Ich brauche mehr. Mehr, sage ich. Verfärbung haben keine Chance. Hoffe, das hat was gebracht. Und jetzt ausspülen. Wow, meine Zähne sehen toll aus. Warte mal, da wächst was in meiner Nase. Sieht aus wie ein Busch. Das Wattestäbchen wird's richten. Aber es braucht noch was Klebriges. Aha, Wachs. Das ist perfekt. Ich beschichte es mit Wachs. Und dann stecke ich es da oben rein. Ich drücke das noch etwas an. Und jetzt zur anderen Seite. Rein damit. Okay, es ist Showtime. Ich habe keine Angst. Doch, habe ich. Wer ist da? Gib mir eine Minute. Hey, Liam. Ich komm ja schon. Hey, Kumpel. Irgendwas ist anders an dir. Warte mal. Lautes Geschrei. Warum schreien wir? Das tut so weh. Ich glaube, ich muss heulen. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Wow, wer hätte das gedacht? Keine Ahnung, warum sich Mädels übers Wachsen beschweren. Was war das denn eben? Igitt, Mami! Zähne, check! Was kommt jetzt? Akne. Das könnte schwieriger werden. Ich habe wirklich eine Menge Pickel. Ich kann die nicht alle ausquetschen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Wo kommt denn diese Maske her?
Warte mal, eine Maske? Mit der wird's gehen. Okay, ich kann das. Wow, die sieht teuer aus. Aber meine Haut ist es wert. Ups, die muss ich abnehmen. Das war's also? Mehr muss ich nicht machen? Daran könnte ich mich gewöhnen. Warte, ich sehe nichts. Ah, schon besser. Das war mies, aber gehört der Vergangenheit an. Was ist los? Darf ein Junge sich nicht verwöhnen? Was willst du? Warum starrst du mich so an? Ein Cyborg aus der Zukunft! Was? Wo? Jake, was ist los? Ich brauche neue Freunde. Was war mit dem los? Manchmal ist er echt seltsam. Oh, bleib weg! Hey, das bin ich. Oh, jetzt kapiere ich's. Ich nehme die lieber ab. Ich will Jack nicht mehr erschrecken. Warum ist alles so unscharf? Oh, meine Brille. Hey, ich habe immer noch Akne. Ziemlich enttäuschend. Ich brauche was anderes. Das könnte mir helfen. Hey, genau das brauche ich. Wow, eine Pflanze schafft das? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Hoffe, Mama hat nichts dagegen, dass ich ihre Aloe-Pflanze beschneide. Ich brauche nur ein Blatt. Das sieht schön saftig aus. Dann fange ich mal an. Ich lege das Blatt hier hin. Aber ich brauche noch eine Sache. Ich habe diese durchsichtige Lippenstifttube. Ich schiebe sie in die Aloe-Stängel. Dann ein bisschen drehen und sie ist voll mit Aloe-Gel. Aber das trage ich nicht auf meine Lippen auf. Das kommt direkt auf meine Pickel. Ich reibe es sanft ein. Ich decke alle damit ab. Dann warte ich, bis sich die Wirkung entfaltet. Mutter Natur, du hast es wieder geschafft. Wow. Und wieder ein Punkt von der Liste erledigt. Als nächstes sind die Fingernägel dran. Das müsste einfach sein. Ich lasse die von einem Profi machen. Das war so peinlich. Er sah so verlegen aus. Wie furchtbar. Okay, wir sind fertig. Wow, ich liebe sie. Du bist eine Zauberin mit der Nagelfeile. Oh, du bist so lieb. Wer ist der Nächste? War das Molly? Sie ist meine Traumfrau. Hey, Loverboy, hör auf zu träumen. Zeit ist Geld. Sorry, aber sie raubt mir den Verstand. Ja, wie auch immer. Oh nein, der Horror, was ist das? Du solltest dich schämen. Ups, hab die schon eine Weile nicht mehr geputzt. Ihh, das ist eklig. Stufe 7, wow. Das wurde uns in der Kosmetikschule beigebracht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit mal zu tun habe. Nicht bewegen. Das kitzelt. Darf ich gucken? Was für ein Unterschied. Ich kann's nicht glauben. Kannst du sie auch kürzen? Für die brauche ich etwas Größeres. Die sieht scharf aus. Wird das gefährlich? Das werden wir gleich sehen. Entdeckung. Puh, das war knapp. Wir brauchen hier eine Säuberung. Puh, zum Glück ist das vorbei. Das war ein Workout. Aber wir sind noch nicht fertig. Meine Nägel sind so schön. Ich brauche eine Pause. Was? Wir sind hier fertig. Darüber bin ich froh. Wow, die sehen voll gut aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ich sehe gut aus und fühle mich gut. Oh ja. Ich brauche Urlaub. Fingernägel fertig. Als nächstes kommt ein Tattoo. Wow, guck dir das an. Wir könnten Zwillinge sein. Ich bin offensichtlich der Gutaussehende. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das muss das Studio sein. Hallo, ist da jemand? Wer ist da? Wow, du bist ja riesig. Wer hat das gesagt? Oh, du. Hi. Bleib zurück, ich kann Karate. Ich verarsch dich nur, kleiner Mann. Ich glaube, ich muss meine Unterwäsche wechseln. Bringen wir es hinter uns. Hi, ein Tattoo bitte. Kein Problem, Bro. Weißt du schon, was du willst? Wie wär's mit deinem flammenden Schädel? Oder vielleicht bist du ein Tierliebhaber oder gefällt dir einer dieser Klassiker. Das ist eins meiner Lieblingsstücke. Die Auswahl ist so groß. Aber ich habe eher an sowas gedacht. Ist das dein Ernst? Gut, niemand nimmt meine Vorschläge an. Leg ihn hier hin. Was meinst du? Ich bin gerade voll verwirrt. Dein Arm. Wieder so ein Frischling. Halt still, das wird wehtun. Was? Ah! Ich will zu meiner Mami. Ich habe noch nicht mal angefangen. Oh, das wusste ich. Ich bedauere das jetzt schon. Gut gemacht. Du bist nur zweimal in Ohnmacht gefallen. Ich habe gerade voll viel Schmerzen. Hast du was vergessen? Schieb die Kohle rüber. Oh, natürlich. Wie viel bekommst du?
Weißt du was? Nimm alles. Hätte ich sowieso. Das ist auch echt, oder? Du kannst jetzt gehen. Okay, tschüss. Ich glaube, ich kann die Bandagen abmachen. Ich will meine neuen Tattoos sehen. Wow, die sind so cool. Ich fühle mich voll gefährlich. Aber Mama darf die nicht sehen. Sie wäre bestimmt enttäuscht. Eine Sache fehlt noch. Ein neues Outfit. Ich brauche noch Accessoires. Ich will meine coole Seite zeigen. Das fühlt sich an wie ich. Ich hätte das schon früher machen sollen. Oh, fast vergessen. Was geht? Das ist so cool. Ich gehe zur Schule. Oh, da ist Molly. Sie sieht wunderschön aus, wie immer. Deine Nägel sehen toll aus. Ich habe das beste Nagelstudio gefunden. Und los, sie sieht so toll aus, auch wenn sie ganz verschwommen ist. Ich komme. Das gibt's doch nicht. Guck mal darüber. Wow, ist das Liam? Ich glaube, es klappt. Oh mein Gott. Wow, er sieht so cool aus. Und guck mich an. Er ist zum Verlieben. Entweder jetzt oder nie. Oh oh, ich falle. Wow. Au, das tat weh. Er ist so ein Nerd. Das wird ein Aua geben. Warum passiert mir das immer? Er ist so ein Loser. Armer Liam. Das hat er nicht verdient. Liam, hier drüben. Autsch. Au. Geht's dir gut? Ich denke, du brauchst die. Scheint so. Wollen wir zum Unterricht gehen? Was? Dein Ernst? Natürlich will ich. Mir ist langweilig. Ich will damit nicht mehr spielen. Ich habe eine tolle Idee für ein Abenteuer für uns. Oh, wie wär's, wenn du Geld nimmst? Ich will es nicht. Das macht keinen Spaß. Ich suche mir selbst ein Abenteuer. Ich bin draußen. Zeit, ein anderes Leben zu finden. Mach's gut, reiche Mickey. Wo ich hingehe, brauche ich dich nicht. Das ist schön. Das ist etwas weniger schön. Oh, Manu, ich hasse Fegen. Ich wünschte, ich wäre reich. Reich zu sein wäre viel lustiger und auch einfacher. Weißt du was? Es reicht. Ich mache mich auf die Suche nach einem reichen Leben. Oh, es ist so schön draußen. Ich genieße meinen Spaziergang. Warte mal, sieht dieses arme Mädchen aus wie ich? Ach, das habe ich mir nur eingebildet. Wow, das ist ja eine riesengroße Villa. Hey, was ist das? Da hat jemand seinen Ausweis verloren. Mickey. Ich könnte so tun, als wäre ich Mickey. Ich gehe rein. Oh, wow. Von innen sieht sie noch viel größer aus. Oh, mein Mickey. Was hast du an? Oh ja, ich bin Mickey. Hier ist mein Ausweis. Der zeigt, wer ich bin. Was ist mit dir los? Warum hast du diesen Müll an? Wow, du gibst mir einfach so das ganze Geld? Ich gehe shoppen. Oh mein Gott, wo kann sie nur hin sein? Ach, da bist du ja. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Ich war krank vor Sorge. Warte, redest du mit mir? Natürlich, jetzt komm schon rein, Liebes. Wow, so viele coole Klamotten. Was ist das da drüben? Ein Ganzkörperspiegel. Oh nein, das ist einer dieser Assistenten, der einem bei allem hilft. Okay, ich probiere dieses Outfit an. Oh ja, das passt perfekt. Ich will noch was anderes anprobieren. Oh wow, noch ein tolles Outfit. Mickey hat einen guten Geschmack. Schon wieder? Wow, ich habe mich noch nie so reich und schick gefühlt. Und hier gibt es so viele Accessoires und Schmuck. Okay, das trage ich heute auf jeden Fall. Wow, nur wenig Klamotten. Wie können arme Leute nur so leben? Vielleicht gibt's hier drüben noch was Schickes. Was ist das denn? Es ist noch viel schlimmer. Warum ist alles so eintönig und langweilig? Kostet Farbe etwa Geld? Igitt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Was ist das? Oh, eine Zeitung. Ich schau mal nach den Anzeigen. Hey, was haben wir hier? Eine Anzeige für ein Styling. Das ist genau, was ich jetzt brauche. Ich rufe da nur kurz an. Ich bin mir sicher, sie kann mich dazwischen schieben. Hoffentlich dauert es nicht lange, bis sie hier ist. Ich bin jetzt da und du siehst ganz schön fertig aus. Oh, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ja, der Fehler sind deine Klamotten. Also lass mich ran, ich bringe das in Ordnung. Das müssen wir definitiv ändern. Zu viel von dieser Farbe passt nicht zu deiner Haut. Fertig, ein weiteres Meisterwerk von mir. Alle mal herhören, wir präsentieren neue stylische Looks. Und da kommt sie, gebt mir einen kräftigen Applaus. Ja, genau. Ich rocke dieses Outfit. Oh, ihr wollt was anderes? Wie wär's dann mit diesem Limettenensemble? Komplett im Volantrock. Zu viel davon? Dann schaut euch diesen schlichten, übergroßen Pullover an. Komplett mit Duschhaube im Bunny-Stil. Ja, ich will ein Taco. Was war das? Etwas hat mich geweckt.
Wart mal, da ist jemand in meinem Zimmer. Einbrecher, was jetzt? Soll ich mich verstecken? Dann wäre ich sicher. Aber warte, ich werde nicht zulassen, dass der mein Zeug klaut. Zeit, meine Kampffähigkeiten auszuprobieren. Ich gehe ein bisschen näher ran. Oh, nein, 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 nein. Ha, hab ich dich, du dreckiger Dieb. Du versuchst, mich zu bestehlen? Mit gefesselten Händen klaust du nichts mehr. Ich bin super, der Tag ist gerettet. Moment, ein Staubwedel? Oh nein, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Das ist kein Einbrecher, nur die Hausdame. Komm, ich helfe dir hoch, tut mir schrecklich leid. Ich mach das Klebeband von deinem Mund ab. Schätze, den willst du zurückhaben. Zu viele Eichhörnchen. Oh, sie haben meine Nüsse geklaut. Hä? Was für ein Geräusch? Ich weiß, dass ich was gehört habe. Ich schau besser mal nach, nur für den Fall. Ich schiebe mich ganz leise ins Wohnzimmer. Was? Oh mein Gott! Kaum zu glauben, dass hier ein Einbrecher ist. Das ist so lächerlich. Oh nein, ich wurde erwischt. Bitte nicht schießen. Ich verschwinde still, ich schwöre, ich tue niemandem was. Ach du meine Güte, unvorstellbar, dass hier jemand was klauen will. So was Lustiges habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Na los, schau dich um. Ich bin ehrlich gesagt neugierig, was du so findest. Na egal, hier muss es was Gutes geben. Das soll wohl ein Witz sein. Vielleicht ist was in der kleinen Gießkanne. Nichts. Der ganze Aufwand für nichts? Du hattest recht, hier ist nichts wert, gestohlen zu werden. Ja, ich habe doch gesagt, hier gibt's nichts. Tut mir gar nicht leid. Oh Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. Du bist echt arm dran. Ich glaube, du bist noch ärmer dran als ich. Hier, mein Schokoriegel. Du kannst ihn haben. Oh, mein Liebster sogar. Danke, Einbrecher. Einmal musste ich einen riesigen Kerl abwehren. Der war wirklich ein Riese. Ah, Schätze, es wird Zeit aufzustehen. Oh, stimmt. Ich bin ja jetzt reich. Fräulein, hier sind die flauschigen Hausschuhe, falls gewünscht. Das klingt toll. Ja, bitte. Stell sie einfach vor meine Füße. Yay, die sind schon weich und warm. Die gefallen mir. Okay, dann kommt hier die elektrische Zahnbürste, Fräulein. Hygiene ist sehr wichtig. Oh, danke. Warte, was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Art Bürste, habe ich aber noch nie gesehen. Oh, wow, die dreht sich ja von selbst. Oh, ich verstehe. Ich mache damit meine Ohren sauber. Okay, aber eigentlich ist die für die Zähne mit Zahnpasta. Schon vergessen, wir sollten diese goldene Zahnpasta besorgen. Eine, die Zähne besonders weiß macht. Ups, war nur ein Spaß. Ich weiß, dass das eine Zahnbürste ist. Wow, ich wusste gar nicht, dass Gold so minzig schmeckt. Das war's, meine Zähne sind schön sauber. Sogar besonders sauber, weil sie mit Gold geputzt wurden. Zu viele Roboter, nicht genug Schinken. Was zur Hölle war das? Da hat irgendwas laut gekreischt oder so. Warte, was ist da? Eine Zahnbürste? Ist das die Zahnpasta, die die hier benutzen? Das ist eigentlich nur schwarzes Pulver, nicht wirklich eine Paste. Was soll's? Ich möchte saubere Zähne. Ich glaube, das ist reiner Kohlenstaub. Kohle schmeckt wie Dreck und Feuer. Naja, ich glaube, dass meine Zähne sauber sind. Glänzende Zähne, die ich nicht vergeuden will. Selfie-Zeit! Schatz, gut, dass du schon wach bist. Ich habe dir Frühstück mitgebracht. Oh, ein Frühstückssandwich. Wie originell. Vielen Dank. Seit wann hast du das denn? Oh, ich habe ganz schön Hunger. Gut, dass ich diesen Snack habe. Der wird lecker. Schokolade und Kokosnuss. Wow, der ist wirklich lecker. Und schon ist er weg. Aber ich habe noch Hunger. Der Schokoriegel war nicht genug. Warte, ich bin doch reich. Ich weiß, was ich machen kann. Hallo, schön, dass du meine Snacks dabei hast. Gib her. Ja, meine Lieblingssnacks. Dafür brauche ich einen großen Löffel. Bei so einem großen Hunger habe ich hier noch mehr Snacks. Wow, guck dir mal diesen riesen Lolli an. Und ich habe hier noch mehr Schokolade, wenn du willst. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal Marshmallows. Wow, du saugst das Junkfood ja förmlich ein. Uff, ich bin satt. Ich war noch nie so satt. Das fühlt sich gut an. Oh, schön. Hier gibt's meinen Lieblingsaufstrich. Ich schaufel mir gleich was raus. Warte, alle? Da ist nichts mehr drin. Oh, es ist leer. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Das bisschen muss für die ganze Scheibe reichen. Das ist das traurigste Toast, das ich je gesehen habe.
Schau dir mein trauriges Toast an. Wir haben keinen Aufstrich mehr. Oh, das ist wirklich traurig. Gib mal her. Ich denke, ich kann da noch was rauskratzen. Ich glaube, auf dieser Seite ist noch was. Da haben wir es. Das sollte reichen. Ich streiche es dir gleich auf dein Toast. So, jetzt will ich aber kein Gejammer mehr hören. Vielen Dank. Du bist großartig. Endlich etwas zu essen. Das ist so lecker. Es spielt keine Rolle, ob du reich oder arm bist. Das schmeckt immer gut. Weißt du, irgendwie vermisse ich mein altes Leben. Ob meine Mama mich vermisst? Hat sie gemerkt, dass ich weg bin? Weißt du was? Das war genug Abenteuer für mich. Ich habe schon lange meine Mama nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie. Oh, sie hat so schönes Haar. Ich will nicht reich sein ohne Mama. Sie macht mich auf eine Art reich, auf die es ankommt. Mama, ich bin zu Hause. Hast du mich vermisst? Oh, ich wusste nicht, dass du weg warst. Aber es ist schön. Ich bin zu Hause und da ist meine Mama. Ich hab dich so vermisst. Oh, das ist schön. Ich liebe dich auch, Schatz. Oh, und Geld habe ich auch vermisst. Was würdest du mit einem Batzen Geld? Oh, Dolly, dein Haar ist so wuschelig. Kaum zu glauben, dass sie noch mit Puppen spielt. Oh, hi. Magst du Puppen? Findest du auch, dass sie schön glänzendes Haar hat? Sorry, ich muss los. Ich glaube, er versteht's einfach nicht. Dolly ist etwas schmutzig. Vielleicht braucht sie noch eine neue Frisur. Stillhalten, Dolly, das wird dir nicht wehtun. Hier noch ein bisschen. Dein zerfleddertes Kleid bringe ich auch in Ordnung. Dolly, du siehst viel besser aus. Hier, du sitzt direkt neben mir. Fantastisch, wie gut Dollys Umstyling geworden ist, oder? Was zum Geier, wer bist du? Wo kommst du her? Dolly, unglaublich, dass du zum Leben erwacht bist. Wie bist du ein Mensch geworden? Bitte hör auf, mich anzutippen, Wendy. Das ist unhöflich. Unfassbar, dass du vor mir sitzt. Das ist wahrscheinlich das Verrückteste, das mir jemals passiert ist. Dolly, wäre es okay, wenn wir ein Foto machen? Yes! Guck dir die Fotos an, die ich gemacht habe. Warte, sehe ich wirklich so aus wie auf diesen Fotos? Dolly? Oh, ja, Wendy, das sind auch nicht die besten. Hey, beachte diese Fotos nicht. Nimm den Spiegel und schau dich an. Ich kapiere es nicht. Was soll ich mir denn anschauen? Warte hier kurz, okay? Ich frage mich, wo sie hingeht. Naja, sie wird schon wiederkommen. Und mit dem Spiegel kann ich auch gleich ein paar Pickel ausquetschen. Ich drücke an dem hier ein bisschen rum. Eklig. Und dann drücke ich den gleich aus. Der ist geplatzt. Oh, hier auf meiner Wange ist auch noch einer. Wendy, ich bin wieder da. Und ich habe meine Tasche dabei. Warte, was machst du da mit deinem Gesicht? Oh, ich drücke nur meine Pickel aus. Ich kann es nicht ändern. Verstehe. Aber ich habe da was Besseres für dich als deine Finger. Hä? Was ist das? Sieht aus wie ein Gadget. Okay, schätze, ich drücke den Knopf und halte das Ding an mein Gesicht. Oh mein Gott, das hat meinen Pickel entfernt. Ist das gerade wirklich passiert? Fantastisch! Das ist ja echt ein magisches Gerät. Das ist keine Magie, nur Wissenschaft. Das ist so cool. Ich mache damit gleich mal weiter. Mal gucken, ob ich alle Pickel in meinem Gesicht loswerden kann. Ja, das machst du gut, Wendy. Weiter so. Oh, vielen Dank, Dolly. Ich habe auch noch etwas für dich. Willst du es ausprobieren? Ja, Mann, natürlich. Ich probiere alles, was du hast. Ich trage diese Grüntee-Maske einfach auf meine fettige Haut auf. Mein Kinn und meine Nase sind definitiv Problemzonen. Danke, Dolly. Okay, hier hast du die Roll-On-Maske zurück. Gern geschehen. Und du hast sie auch schon lange genug einwirken lassen. Ja, super. Dann nehme ich dieses Tuch und wische die Maske einfach ab. Wow, guck mal, wie sie sich um meine Mitesser gekümmert hat. Wie cool, meine Haut sieht jetzt so viel besser aus. Das tut sie. Und jetzt zum nächsten Schritt. Was ist das denn? Irgendwie Klebeband? Ah, für meine Augenbrauen. Und was soll das bringen? Das wird mir doch die Augenbrauen ausreißen, oder? Ja, also, warte kurz. Ich ziehe das Band nun von deinem Gesicht ab. Wow, guck dir das an, es hat meine Augenbrauen in Form gebracht. Unglaublich, dass ein Streifenklebeband das alles kann. Oh, vielen Dank, Dolly, du bist die beste Freundin aller Zeiten. Lass uns ein neues Foto machen. Ich denke, ich muss dann zur Schule. So ein Mist. Hab meinen Rucksack. Oh, hey, Dolly, was gibt's?
Was? Was ist denn? Willst du das zur Schule anziehen? Ja, was ist daran falsch? Nichts, aber ich habe einen Vorschlag für dich. Hier, setz dich auf die Couch. Mal sehen, was du im Kleiderschrank hast. Oh, hey, schau nur, wie hell und fröhlich diese Farbe ist. Dieses Oberteil? Wirklich? Ja, ich finde, das ist genau das Richtige für dich, wenn du zur Schule gehst. Okay, gut, dann ziehe ich das Teil halt an. Hier noch den Arm durch. Okay, fertig. Ja, das steht dir sehr gut. Warte noch kurz. Na gut. Zum Glück habe ich Schokolade zum Naschen dabei. Oh, das ist ein schöner Haarreif aus Samt. Der ist perfekt. Der steht dir wunderbar. Oh, ich habe noch eine tolle Idee. Okay, was habe ich noch hier zu futtern? Ausgezeichnet, die Jeans passt perfekt. Jeans? Wirklich? Na gut. Okay, dann halt mal mein Nutella, während ich mich umziehe. Oh Mann, die sind so eng. Ich krieg die kaum an. Ja, die kriege ich nicht zugeknöpft. Oh Wendy, das bedeutet für dich keine Süßigkeiten mehr. Was? Aber ich liebe Süßigkeiten. Oh, fein. Gut, dann versuche ich mal, die Hose zuzuknöpfen. Au! Au, au! Okay, wow, du hast sie zugeknöpft bekommen. Ich habe echt keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Bestimmt Puppenmagie. Du siehst so süß aus. Hier ist dein Rucksack. Viel Spaß in der Schule. Wow, das war viel Arbeit, sie fertig zu machen. So viel Verpackung. Sie hat viel zu viel Junkfood gegessen. Dann werde ich nun aufräumen und das zum Müll bringen. Warte, wer ist das? Ist Wendy hier draußen? Yes! Oh, hi, Dolly. Ich muss los. Das war ein Schokoriegel. Sie muss hier irgendwo sein. Da! Oh, Dolly. Oh, Wendy. Ich habe so einen Hunger. Ich brauche einfach ein paar Snacks. Oh. Hallo, Wendy. Wie kann ich dir heute helfen? Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das kam aus dem Kühlschrank. Ich sollte nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Oh. Hallo, Dolly. Komm aus dem Kühlschrank, Wendy. Das ist zu kalt da drin. Komm mal her und gib mir das Nutella-Glas auch. Iss statt der Schokolade doch eine Banane. Die ist viel gesünder. Was? Eine Banane? Ach komm schon, das ist kein geiler Snack. Das ist der richtige Snack für dich. Ich erledige den Abwasch. Oh, das ist voll mies. Hey, warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Guckt Dolly gerade? Nee, sie ist mit Abwaschen beschäftigt. Okay, ich habe meine schicken Bananenmaschine. Dann lege ich mal los. Piu, piu. Nun muss ich die Stange einstechen und dann drehen. Nun ziehe ich sie wieder heraus und der Kern der Banane kommt mit. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Und nun schiebe ich die ausgehöhlte Banane hier drauf. Und hier mache ich mein leckeres Nutella hinein. Das müsste reichen. Nun drücke ich den Hebel runter. Ja, die Banane ist mit Nutella gefüllt. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Wendy? Oh, hi, Dolly. Ja, ich esse die Banane als Snack, siehst du? Puh, das war knapp. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas mitbekommen hat. So ein geiler Schokohaselnuss-Snack. Oh mein Gott, das ist so lecker. Die beste Banane, die ich jemals gegessen habe. Hey, bin von der Schule zurück. Zum Glück. Und hey, ich sehe immer noch gut aus, obwohl mein Make-up aufgefrischt werden könnte. Oh, ups. Muss natürlich meine Brille absetzen. Ich will nur etwas Foundation auftragen. Okay, das sollte reichen so. Und nun zur Mascara. Ich muss nur meine Wimpern damit bedecken. Ups, bin an die Augenlider gekommen. Ach, das passt schon. So sieht es ziemlich gut aus. Habe ich gut hinbekommen. Dieser pinke Lippenstift ist mein absoluter Liebling. Das sieht so toll aus und gefällt mir echt gut. Oh, Wendy, du bist zu Hause. Was machst du denn da? Oh, ich verstehe, du schminkst dich. Lass mich das Ergebnis mal sehen. Ja, ich brauchte auf jeden Fall eine Auffrischung. Dolly? Dolly? Oh mein Gott, geht's dir gut? Komm, ich helfe dir auf die Beine. Was ist los mit dir? Warum bist du umgekippt? Und warum hast du dich geschminkt? Oh, habe ich dir noch nicht gezeigt? Guck hier, das Poster für die Modenschau. Eine Modenschau? Verstehe. Wenn du dabei sein möchtest, dann helfe ich dir lieber. Komm mit mir. Huh? Setz dich auf die Couch. Was? Ich muss dein Make-up richten. Aber ich habe so viel Zeit damit verbracht. Oh, na gut. Dann schminke ich mich ab, aber nur, weil du es gesagt hast. Ja, und denk auch an den Lippenstift. Gut gemacht, Wendy. Und nun kommt mein Make-up-Koffer. Wow, was zum Geier, wo hast du den Koffer her? Hier bewahre ich mein ganzes Make-up auf.
Schau hier. Du machst flüssige Foundation hier oben drauf. Siehst du, wie schnell sich das dreht? Sehr schnell sogar. Okay, das sollte reichen. Damit tragen wir nun die Foundation auf. Wow, das fühlt sich irgendwie schön an. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Fertig, siehst du? Deine Haut sieht makellos aus. Fantastisch! Und was hast du für Mascara da drin? Oh, wow, du hast unechte Wimpern! Ja, die habe ich. Du brauchst keine Wimperntusche auftragen. Halt schön still und ich mache dir die Wimpern dran. Und wie sehen die aus? Ich wette, fantastisch. Oh, die Lippen. Okay, ich glaube, das ist lang genug. Sehen die gut aus? Sie sehen toll aus. Die Farben passen perfekt zu dir. Aber du musst noch was anderes anziehen. Okay, los geht's. Dolly, du hast voll den guten Sinn für Mode. Das sieht echt fantastisch aus. Oh, guck, wir sind fast gleich angezogen. Okay, wir gehen. Oh, ich bin voll nervös, seitdem wir hier sind. Weißt du was? Nein, ich mach das doch nicht. Ich bin viel zu nervös. Es ist alles okay. Einfach tief durchatmen. Du schaffst das. Ups, sorry, entschuldige. Ich bin wegen der Modenschau hier. Naja, ich schätze, sie sieht ganz gut aus. Hi! Wow, du siehst voll toll aus. Dein Oberteil gefällt mir. Ich wusste, das würde klappen. Und heute ist erst Montag. Ugh. Wow, der Typ ist ja voll süß. Ach, herrje, er winkt mir zu. Hi! Warte, warum gehst du darüber? Och, ich bin so bescheuert. Und es geht immer weiter. Wow, was ist das denn? Hat den jemand fallen lassen oder so? Wer es findet, der behält's. Schaut jemand? Mich beachtet sowieso keiner. Was ist hier drin? Wow! Ich glaube, die Dinge haben sich gerade geändert. Und endlich sehe ich alles klarer. Mal sehen, wie die Leute jetzt auf mich reagieren. Ob mich jemand bemerken wird? Wow! Darf ich dich zum Unterricht begleiten? Oh, stell dich hinten an, Kumpel. Ach, schau ihn dir an, wie er da steht. Er weiß nicht mal, dass ich existiere. Und er ist auch so schlau. Ich bin total in ihn verknallt. Ach, ist das seine Freundin? Hey. Aha. Was findet er nur an ihr? Wahrscheinlich eine Menge. So werde ich nie aussehen. Hey, Baby. Ew, warum muss ich in der Mitte sitzen? Wenigstens sitze ich neben meinem Schwarm. Nur schade, dass ich praktisch unsichtbar bin. Hallo, Hübsche. Der ist für mein Ein und Alles. Gibst du ihn weiter? Hä? Zu ihm. Okay. Jedenfalls. Was bin ich, dein Postbote? Was steht da überhaupt drin? Oh, ernsthaft? Ich will ihm den nicht geben. Ach, das nervt voll hier. Oh. Was? Oh, sie hat mir Küsse geschickt. Und zurück. Als ob Schule nicht schon hart genug wäre. Ich bin's echt leid, so zu leben. Du bist so hübsch. Nein, du bist so hart. Das ist voll nervig. Werd ich je so aussehen wie diese tollen Mädels? Mit diesen vollen Lippen. Vielleicht kann ich aber doch was tun. Hm. Mein Haar braucht auch nur mehr Volumen. Lippenstift ist ein guter Anfang. Ich trage lieber gleich etwas mehr auf. Wunderschön. Jetzt kann ich auch diesen Kussmund machen. Mua. Sind meine Lippen echt so dünn? Uah. Ich komme einfach nicht weiter. Uah. Blöder Lippenstift. Uah. So ärgerlich. Ich komme mit den offenen Haaren nicht klar. Hey, warte mal. Vielleicht helfen die mir bei meinen Lippen. Das Blut muss reingepumpt werden. Aha, sieht schon besser aus. Und jetzt warten. Okay, das sollte reichen. Die sehen gut aus. So voll und knackig. Ganz anders als meine dünnen Lippen. Perfekt. Ich fühle mich schon richtig selbstsicher. Ach, ihr beide schon wieder. Ich weiß nicht, was so lustig ist, aber okay. Zwei können dieses Spiel spielen. Hä? Was ist das? Wow. Sie hat mir einen Kuss geschickt.
Wir sehen uns später, Babe. Wow, ist sie neu hier? Hey, gib her. Nein, Baby, ich liebe nur dich. Ja, ich bin froh, dass wir endlich zusammen abhängen. Wow, danke. Wie wär's mit einem Kuss? Okay. Was ist los? Er ist schon da? Oh Mann, ich hab voll verpennt. Warum hat der Wecker nicht geklingelt? Ich muss mich beeilen. Oh nein, mein Gesicht sieht schrecklich aus. Nein. Okay, bleib ruhig. Ich krieg das hin. Ich brauche nur ein paar Augenpads. Was? Dann muss es kaltes Wasser tun. So kalt. Was? Ist ein Versuch wert, oder? Schwellungen verschwindet. Autsch. Ich habe immer noch dieses Morgengesicht. Hallo? Hä? Ist das die Tür? Na gut. Ich erwarte zwar niemanden. Ja, komm rein. Okay, folge mir einfach. Du kannst hier warten, okay? Fühl dich wie zu Hause. Puh, warum klappt nichts? Schätze, es ist, wie es ist. Die ist doch cool, oder? Wie bist du hier reingekommen? Er hat mich noch nicht gesehen. Ich brauche nur ein paar Minuten. Schatz? Wovor hast du Angst? Schatz? Lass mich in Ruhe, Mama. Die Teenies von heute. Was ist los? Mein Gesicht, Mama. Oh, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber ich kenne einen kleinen Trick. Ich und meine Freundinnen haben das immer gemacht. Alles, was du brauchst, ist eine Gurke und Reibe, siehst du? Wenn du fertig bist damit, tränke Wattepads darin. Zwei Hälften, eins für jedes Auge. Sind sie vollgesaugt, geht's los mit dem Abschwellen. Wisch die Tränen weg. Was? Die wirst du gut gebrauchen können, Schatz. Augenpads? Oh, wow! Die sind auch schön kalt. Jetzt komm aus dem Kühlschrank raus. Meine Augen fühlen sich schon viel besser an. Ich denke, das reicht auch schon. Und? Wow, sie sind wieder normal. Aha, und jetzt beeil dich. Sorry, dass ich dich habe warten lassen. Das Warten hat sich aber gelohnt, oder? Wow, die duften wirklich fantastisch. Ich hoffe, ich habe genug gemacht. Perfekt gebacken. Mein Meisterwerk. Oh ja, sieht hot aus. Offen oder zu? Diese Frisur passt definitiv. Woohoo! Oma, ich habe dir Kekse gebacken, Bärchen. Oma, ich gehe auf eine Party. Vielleicht später, okay? Entschuldigung. Was ist das für eine Party? Gehst du dahin? Aha. So sieht es besser aus, Schatz. Oma, könntest du bitte nicht? Lass mich das noch wegmachen. Ach, hör auf. Ich brauche deine Hilfe nicht. Diese Jugendlichen haben keinen Respekt mehr. Ich schufte in der Küche und wofür? Eine Party? Oh nein, sie hat ihre Handtasche vergessen. Ohne die kommt sie nicht weit. Oh, Schatz. Ich denke, ich bin hier richtig. Oh, da ist sie. Oh, warte, deine Tasche. Oh Mann, meine Beine sind nicht mehr so schnell wie früher. Hallo, meine Enkelin hat ihre Tasche vergessen. Kann ich sie ihr geben? Nur Schüler. Ich verstehe, aber es ist wichtig. Ein Spiegel? Aber wofür? Ich verstehe nicht. Angst vor ein paar Fältchen? Na gut. Diesen Blödsinn kann ich nicht glauben.
Ich wollte nur helfen. Oh. Warte, wetten, dass hier Make-up drin ist? Ich schau mal nach. Oh, was ist das für ein Apparat? Sieht interessant aus. Ich probiere den mal. Das fühlt sich ja richtig gut an. Meine Haut ist jetzt viel glatter. Wow, das hat's voll gebracht. Ich sehe jetzt ziemlich gut aus. Das Ding behalte ich. Oh, und was haben wir noch? Ein Pulli? Hey, der passt super. Gibt's hier noch mehr für mich? Oh. Stopp. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Naja, geh schon rein. Woohoo! Honigbär. Was? Oma? Ja, genau. Du hast deine Handtasche vergessen. Und da ich schon mal hier bin, vielleicht willst du einen. Oma, was soll ich mit denen? Hey, die scheinen mich beliebt zu machen. Es ist schwer, beliebt zu sein. Und es wird noch schwerer, wenn du nicht reich, schön oder lustig bist. Aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, die Unterdrückten in Kings und Queens der Beliebtheit zu verwandeln. Och, was für eine deprimierende Geburtstagsparty. Okay, das ist meine Chance, der kleinen Miss Trauerklos einen Streich zu spielen. Jo, Mann, der ist so eklig, der ist perfekt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier ist dein Festmahl. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hab's extra für dich gemacht. Oh, der sieht aber gut aus. Ich beiß gleich rein. Was? Das ist ja gar kein Kuchen. Jo, das ist ein schmutziger Schwamm. Der Schwamm ist genau wie du. Eklig. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Hey, Olivia, kannst du mir mal helfen? Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Aber Olivia, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich habe doch gesagt, ich bin beschäftigt. Später. Aber schau, ich brauche Hilfe bei ihm. Okay, na jetzt unterhalten wir uns. Ich bin bereit für all deine Weisheiten über Jungs. Okay, der erste Schritt beim Flirten ist, ihm ein kleines Augenzwinkern zu geben. Sobald du seine Aufmerksamkeit hast, schenk ihm ein Lächeln. Dann streichst du durch deine Haare. Und schließlich wird dein letzter Schritt der Lippenbiss sein. Wow, okay, ich glaube, ich hab's. Oh, ich bin so aufgeregt, einen Freund zu bekommen. Die Nacht wird zum Tag. Okay, da ist er. Jetzt ist meine Chance, meine Moves auszuprobieren. Schritt 1, zwinker ihm zu. Wow, hey du. Okay, das ist genug gezwinkert. Was war Schritt 2? Ah ja, lächeln. Hey, los geht's. Oh, du hast, okay, er ist aufmerksam. Schritt 3. Ach, Zeit für die Haare. Ich denke, so geht das. Ist alles okay? Das ist komisch, oder? Sieht das sonst noch jemand? Und jetzt zu meinem letzten Schritt, der Lippenbiss. Ich muss wie ein Hollywood-Star aussehen, wenn ich diese Schritte befolge. Wow, okay, also ich muss zum Unterricht. Warte, der geht weg? Ich werde nie einen Freund haben. Mein Leben ist so schlecht. Wow, ja, ich will heiß sein. Boah, das gibt's doch nicht. Schau dir die Verwandlung an. Wow. Okay, Zeit ein bisschen an mir zu arbeiten. Ich nehme besser meine Brille ab, bevor ich anfange. Diese Palette sollte das machen. Ein bisschen mehr Lidschatten in dem Farbton und ein bisschen Rouge. Und die Mascara nicht vergessen. Jetzt zu meinen Lippen. Ich werde eine auffällige Farbe brauchen. Ja, dieses Rot sollte die Blicke auf sich ziehen. Okay, heute ist der Tag, an dem ich endlich heiß bin. Was zum Teufel? Mensch, der Weg zum Unterricht ist so lang. Ha, alle sehen so überrascht aus. Ja, hallo zusammen. Ich muss hier weg. Okay, wo ist mein nächstes Opfer? Da ist eine. Jetzt kann ich zuschlagen. Ha,
Dieses Gesicht schnell weg. Hey, hast du Lust, mit mir auszugehen? Nicht mal der Straßenräuber will sich mit mir verabreden. Was für ein schrecklicher Tag. Aber Oma wird alles besser machen. Oh, wie geht es meinem Liebling? Oma, was ist denn los? Warum sieht mein kleiner Liebling aus wie ein Clown? Und dieser Move? Und dieser Move? Ja, genau so. Was macht die denn da? Hey, hör auf damit und rutsch rüber. Was du da machst, ist nicht gut. Du brauchst eine andere Art von Video. Okay, bist du bereit, es zu tun? Komm, berühr meinen Finger. Wow. So geht's. Viel besser. Jetzt packen wir den Tag an. Ich kann mein Handy nicht sehen. Ich hole lieber meine Brille. Oh, das ist toll geworden. Ach, danke. Kein Problem, dafür bin ich ja da. Ach du meine Güte, sieh dir das an. Ernsthaft, schau dir mal das TikTok an. Die schauen mein Video. Es hat jetzt auch schon so viele Likes. Ich schätze, ich habe endlich was gefunden, in dem ich gut bin. Ja, das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Alle haben Spaß im Urlaub. Außer mir. Selbst wenn ich weg gewesen wäre. Es würde doch niemanden interessieren. Ach, und jetzt habe ich auch noch meinen Kaffee verschüttet. Mein Leben ist einfach Kacke. Jetzt muss ich auch noch meinen Lieblingspyjama waschen. Ach. Wo ist denn das Waschmittel? Hey, dieses Waschmittel bringt mich auf eine Idee. Okay, ich habe ein Video von einem Flugzeugflügel. Jetzt muss ich nur noch die Flasche in mein Handy aufstellen. Hat das Bild funktioniert? Ja, hat es. Zeit, auf den Fake-Urlaub noch einen draufzusetzen. Ich darf ein paar coole Strandbilder nicht vergessen. Oh, lass die Brille besser weg. Strandfoto? Ja, fertig. Zeit, auf die Piste zu gehen. Ich muss ja angemessen gekleidet sein. Die Skibrille macht die Täuschung komplett. Ich glaube, ich habe gerade den perfekten Fake-Urlaub gemacht. Ja, mein Gott, das hat geklappt. Das hat total geklappt. Ich habe jetzt so viele mehr Follower und Likes. Ich bin ein Genie. Ich hätte schon vor Ewigkeiten einen Fake-Urlaub machen sollen. Gewonnen. Ich habe das Internet für mich gewonnen. Welches dieser Shirts ist besser? Oh mein Gott, willst du das anziehen? Nee, niemals. Du brauchst Hilfe. Was ist das denn? Ein Haarreif? Oh, der muss weg. Was noch? Ja, definitiv die Haare. Und das Gesicht. Der Haargummi kommt raus. Und die Brille muss auch weg. Ein paar Highlights und Foundation werden helfen. Und den richtigen Lidschatten. Accessoires sind sowieso ein Muss. Und jetzt zur Garderobe. Geh dich umziehen. Nee, das ist es noch nicht. Zieh dich nochmal um. Ja, das ist, was wir sehen wollen. Vorher und nachher. Was für ein gigantisches Ergebnis. Es hat mich nicht mal, ich meine uns, viel Arbeit gekostet. Die Haare waren der einfachste Teil. Einfach locker und natürlich hängen lassen. Ich finde, so gut hast du noch nie ausgesehen. Oh, die Klingel, Zeit für den Unterricht. Oh, ich kann ohne meine Brille kaum was sehen. Wow, hey, ich bin's, Joey. Du siehst heute fantastisch aus. Kann ich deine Nummer haben? Oh, warte eine Sekunde, ich brauche nur einen Stift. Ich habe einen. Okay, hier kommt sie. Meine Nummer, nach der du gefragt hast. So, da ist sie, glaube ich. Danke, ich schreibe dir später. Ach je, ist das wirklich passiert? Was denn das? Ew, klebt da Klopapier an seinem Schuh? Ew, das ist nicht fair. Ach Mann, ich habe immer Pech. Hey, Kleine.
Was war das? Wer lässt denn sowas rumliegen? Ich begreife das nicht. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Schön, dass dich das amüsiert. Egal. Wow! Ich falle! Uff. Aua! Was ist das? Hallo, Kitty? Mach ein Geschenk, hä? Das kann ich machen. Hey, Wendy! Was? Das ist für dich. Hä? Wirklich? Das? Haha! Miau! Haha! Hä? Hä? Wendy, bist du das? Das gefällt mir. Hi, nenn mich einfach Hello Kitty. Fantastisch! Ich bin dabei. Hey, weißt du was? Ich habe gerade was Unglaubliches gesehen. Warte. Langsam, was ist passiert? Er hat mich auf ein Date eingeladen. Yay, fantastisch. Aber warte mal. Das willst du doch nicht anlassen, oder? Das ist nicht das richtige Outfit dafür. Was? Oh. Okay, warte. Die würden super passen. Vertrau mir. Cool, danke. Also im Grunde löst man so die Aufgabe. Ich kann mich gerade nicht auf Mathe konzentrieren. Oh, der ist übel. Hey, hast du Kaugummis? Was? Oh, warte. Wie wär's damit? Oh, danke. Kein Problem. Viel besser. Okay, den brauche ich nicht mehr. Tut mir gar nicht leid. Oh, endlich ist Schluss. Ich bin weg. Oder auch nicht. Oh, der ist ja wie Kleber. Total eklig. Jasmine, wir sollten jetzt los. Aber auf dich warte ich immer gerne. Ach, und jetzt? Hilfe, ich habe einen Kaugummi-Notfall. Warte, beruhig dich. Ich habe eine Idee. Es braucht nur ein bisschen Liebe. Okay, das Symbol der Liebe reicht schon. Dann einfach ausschneiden. Den Ausschnitt abnehmen. Und um den Bereich drumherum malen. Das Herz nicht vergessen. Denn das kommt zurück auf eine andere coole Art. Einfach mit Sicherheitsnadeln festmachen. Wie süß! Ist eine ganz neue Jeans. Und keine Spur vom Kaugummi. Danke! Kein Problem! Man sieht sich! Komm rein, beeil dich! Das ist mein Zimmer! Warte! Guck dir das an! Ist das nicht hübsch? Probieren wir was aus? Hier, setz dich! Ich lass dich fabelhaft aussehen! Bist du eher der Herbst- oder Wintertyp? Ich glaube, du bist eher Sommer. Warte kurz. Fertig. Oh. Was hast du mit mir gemacht? Ich weiß, sieht fantastisch aus. Dieses Gesicht? Niemals. Oh. Warte, dir gefällt das nicht? Aber ich habe mir Mühe gegeben. Das muss runter. Oh. Hui. Ich habe eine Idee. Wendy? Meine Allergie macht sich bemerkbar. Ist nur die Allergie. Du weinst doch. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Hey, ist das ein Stempel? Damit kann ich was anfangen. Oh ja. Hey, probieren wir das? Hä? Wo hast du das denn her? Was ist das? Okay, schau zu und lerne. Bereit? Tauche den Stempel in weißes Make-up. Wähle dann eine Stelle in deinem Gesicht. Ich nehme mein Augenlid. Und es geht weiter. Nimm einen feinen Pinsel zum Ausmalen. Tauch den Pinsel einfach ins weiße Make-up. Fast fertig. Nimm Rot für die Schleife. Bleib innerhalb der Linien. Jetzt die andere Seite. Bist du damit fertig, umrande die Schleife mit Schwarz.
Wie wär's noch mit einem Katzenauge? Wir kommen der Sache schon näher. Du willst eine schöne Linie. Mit kurzen, gleichmäßigen Strichen klappt's. Nutze den Pinsel, um kleine Striche unter das Auge zu setzen. Und jetzt ein bisschen Glitzer. Okay, ein bisschen mehr. Hey, warum nicht? Mit der Pinzette geht das ganz einfach. Die kleinen Klaren kommen direkt aufs Lid. Okay, der letzte. Und hier noch ein wenig Schimmer. Denke auch ans untere Lid. So, sie sehen gleich aus. Wow, ziemlich cool, stimmt's? Viel besser als vorher. Findest du nicht auch? Willst du auch? Wow, gib her. Voll cool. Hä? Ich will's. Nimm mein Geld. Sieht aus, als ob du jetzt gefragt bist. Ich bin bewaffnet und bereit. Ich komme. Schon gesehen. Langweilig. Oh, was ist das? Dieses kleine Fläschchen enthält ein unverzichtbares Make-up. Also, meine Haut könnte besser aussehen. Ich habe auch eine Menge Pickel. Aber eigentlich habe ich kein Problem damit. Oh, ich liebe diesen Kanal. Hä? Was? Heute ist die Party? Nein! Hey, Fernsehfrau, komm zurück! Diese Beautybox wird ihr Leben verändern, vertrauen Sie mir! Hey, hier drüben! Redest du mit mir? Was willst du? Ich brauche diese Box! Okay, hier hast du sie. Wow, unglaublich, dass das ging. Ich bin total gespannt. Wow, da ist alles drin, was ich brauche. Ich mache zuerst das Stirnband um. Das ist schön weich und flauschig. Eine Gesichtsmaske. Die soll helfen. Sieht irgendwie eklig aus. Aber was muss, das muss. Los geht's. Das fühlt sich gut an. Auch wenn ich wie Schreck aussehe. Ich geh los, Gabi. Tschüss, Papa. Bis später. Hä? Huh? Was ist? Schätze, ich habe heute Nacht Albträume. Das wird sich schon lohnen. Wird Zeit, die abzuwischen. Huh, meine Haut fühlt sich so gut an. Fantastisch. Was kommt jetzt? Ich teste jetzt das Reinigungsmittel. Ich habe noch nie so viele Produkte benutzt. Deshalb habe ich bestimmt so viele Pickel. Ich mache was von dem Mittel auf das Wattepad. Damit reibe ich über mein Gesicht. Das riecht gut und entfernt den ganzen Schmutz und spendet meiner Haut Feuchtigkeit. Jetzt trage ich noch die feuchtigkeitsspendende Maske auf. Uah, hey Schatz, bin wieder da. Schon gut. Das gehört zu meinem Beauty-Programm. Ich habe gar nichts gesagt. Als nächstes nehme ich dieses Serum. Das wird meiner Haut zusätzlichen Glanz verleihen. Ich brauche nur ein paar Tropfen. In diesem Fall ist weniger mehr. Und die andere Seite. Meine Stirn darf ich nicht vergessen. Jetzt massiere ich es ein. Ich habe mir gedacht, was machst du jetzt? Ich fühle mich richtig gut. Ich muss das fragen, wozu dient das ganze Zeug? Man bekommt diesen Glow-Up. Hier, du kannst es gebrauchen. Das war nicht sehr nett. Aber man lebt nur einmal. Nee. Das nenne ich Unterhaltung. Gefällt mir. Ich fühle mich so hübsch. Hey, Süße. Ich? Du bringst mich in Verlegenheit. Finde ich aber gut. Und Lilly sagte, Kevin, du bist der schlechteste Tänzer aller Zeiten. Wer ist der Nerd? Oh, hey, Leute. Oh mein Gott. Hey, Leute, guck dir diesen Typen an. Warum lacht ihr? Das ist so ungerecht. Hey, Oma. Was hast du, Schatz? So viele Pickel. Tut mir leid. Du hast mich nur erschreckt. In meinem Alter ist das nicht so gut. Aber ich habe eine Idee. Diese Kartoffel wird dir helfen. Eine Kartoffel? Wirklich? Zuerst schneide ich sie durch. Und mit ihr bedecke ich deine Pickel. Ich nehme Klebeband, um sie zu fixieren. So ist es gut. Jetzt müssen wir sie nur noch wirken lassen. Das müsste lang genug sein. Nehmen wir sie ab. Ich hoffe, das hat geklappt. Und, bin ich pickelfrei? Du siehst wunderschön aus. Wow, das ist so cool. Danke, Oma. Jetzt zeig der Welt deine schöne Haut. Mit meinen Hausaufgaben bin ich fertig. Jetzt mache ich mich für die Schule fertig. Ich muss nur noch meine Tasche packen. Ich glaube, ich habe alles. Jetzt wird's Zeit für mein Make-up. Das dürfte nicht lange dauern. Ich fange mit der Foundation an. Dann Rouge.
darf den Lippenstift nicht vergessen. Als nächstes meine Augenbrauen. Was? Die sehen schrecklich aus. Als ob ich da oben zwei Raupen habe. Die Augenbrauenbürste wird das schon richten. Ich werde sie einfach glätten. Zumindest war das der Plan. Oh, warum klappt das nicht? Hoffentlich geht's damit. So kann ich doch nicht rausgehen. Nein, damit klappt's auch nicht. Das ist voll nervig. Aha, genau, was ich brauche. Der wird's schaffen. Oh ja, jetzt wird's besser. Oh, ich glaube, ich hab's noch schlimmer gemacht. Ich muss das abwaschen. Lalalala. Aus dem Weg, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ha, hast du deine Augenbrauen gesehen? Gib mir die Seife. Du siehst total witzig aus. Er hat recht, das sieht nicht gut aus. Alles weg. Aber was mache ich jetzt mit denen? Vielleicht melde ich mich einfach krank. Oder ich nehme die Seife. Das könnte mein Problem lösen. Ich fahre mit der Bürste über die Seife. Sie soll schön bedeckt sein. Damit kämme ich jetzt meine Augenbrauen. Die Seife glättet und fixiert sie. Ist wie Gel für die Brauen. Daran hätte ich auch schon früher denken können. Meine Brauen sehen fantastisch aus. Und das habe ich dieser Seife zu verdanken. Oh, ich bin so wütend. Oh, hallo, Süßer. Danke für deine liebe Nachricht. Nimm das weg. Guck dir meine Augenbrauen an. Mit denen ist alles in Ordnung. Lass mich deine Haare kämmen. Dein Ernst? Guck sie dir an. Die stehen wild ab. Ich finde, die sehen niedlich aus. Oh, ich weiß. Wir können sie mit dem Klebestift richten. Bist du verrückt? Mami weiß, was gut ist. Okay, aber beeil dich. Mit dem fahre ich über deine Augenbrauen. So werden alle verirrten Haare gerichtet. Und sie bleiben an ihrem Platz. Das ist ganz einfach. Schon fertig. Jetzt siehst du sogar noch besser aus. Wow, ich sehe aus wie ein Supermodel. Aufgepasst, Ladies. Danke, Mami. Also, deine Nachricht. Natürlich habe ich dich lieb, Mami. Ich hänge den an den Kühlschrank. Wow, guck mal, Papa rasiert sich. Cool. Mein Schnurrbart sieht heute besser aus als sonst. Wow, du rockst, Papa. Natürlich, Sportsfreund. Du wirst dich auch bald rasieren. Glaubst du wirklich? Wow, das wäre voll cool. Oh, ich bin zu klein für den Spiegel. Verdammt, das ist uncool. Oh, ich weiß. Ich nehme den Eimer als Hocker. Schon besser. Hey, ich sehe dich. Hm, mir ist langweilig. Das sieht lustig aus. Papa hat das benutzt. Ich spritze mir was ins Gesicht. Das fühlt sich komisch an. Ich verteile das auf meinem ganzen Gesicht. Das müsste reichen. Jetzt wird rasiert. Oh ja, das fühlt sich gut an. Ich brauche auch so einen Schnurrbart. Ich fühle mich voll erwachsen. Jetzt wasche ich das ab. Mal sehen, ob's glatt ist. Au, das tut weh. Das brauche ich auch. Das bekämpft die Schmerzen. Ich mach's einfach drauf. Rasieren ist ganz einfach. Justin, bist du okay? Was ist passiert? Ich habe so dolle Schmerzen. Warte, was hast du gemacht? Du wolltest dich rasieren? Das ist nichts für dich, sondern für mich. Einen Schnurrbart zu haben, bringt große Verantwortung mit sich. Du bist noch nicht bereit dafür. Schätze, du hast recht, Papa. Ich werde mich nie wieder rasieren. Schon morgen? Hab ich gut geschlafen. Heute wird ein schöner Tag. Ich habe nämlich ein Date mit Justin. Hä? Ist das ein Pickel? Guck ihn dir an. Der ist ja riesig. Der muss weg. Oh ja, das fühlt sich gut an. Da war ganz schön viel Dreck drin. Kein Pickel bleibt verschont. Was? Da sind noch mehr? Das darf nicht wahr sein. Das ist ein Ausbruch. Ich sehe schrecklich aus. Oh nein, warum muss mir das passieren? Ich muss doch was haben, das mir hilft. Ah ja, mein Concealer. Muss mich beeilen. Ich will nicht zu spät kommen. Wow! Autsch, das tat weh. Hey, was ist das? Hm, diese Klebeedelsteine sehen interessant aus. Hey, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache meine Pickel einfach hübsch. Ein Versuch ist es wert. Ich fange gleich an. Ich klebe den Edelstein einfach auf den Pickel. Ich werde sie alle abdecken. Und ich nehme auch andere Farben. Ich werde schön funkeln. Meine Pickel haben noch nie so gut ausgesehen. Ich fühle mich total stylisch.
Jetzt bin ich bereit für mein Date. Wow, Gabi, du siehst wunderschön aus. Mir gefällt dein neuer Look. Oh, du bist süß. Lass uns gehen. Wow, ich kann das Buch nicht weglegen. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Die Marshmallows sind voll lecker. Was habe ich noch? Ich habe eine schöne Auswahl. Schokoriegel. Den lasse ich mir schmecken. Ein Haufen Süßigkeiten und ein gutes Buch. Gibt's was Besseres? Ich glaube nicht. Justin, ich habe dir neue Hemden gekauft. Warte, so viele Süßigkeiten. Und schau dir dein Gesicht an. Was glaubst du, was du da machst? Ist doch ziemlich offensichtlich, oder? Du bist mit Schokolade vollgeschmiert. Geh mit deinem Daumen weg. Das ist eklig. Ich kann das selbst. Ich bin schon ein großer Junge. Dann iss gefälligst wie einer. Ist doch egal, alles weg. Zeig mal deine Zähne. Eine seltsame bitte, aber da sind sie. Ach, herrje, die sehen ekelhaft aus. Du musst sie putzen. Aber Mama... Komm mit. Na gut. Die wirst du brauchen. Das ist ungerecht. Das ist mir egal. Du vergeudest meine Lesezeit. So ist es gut. Kann ich jetzt gehen? Du gehst nirgendwo hin. Du musst richtig schrubben. Mit zwei Bürsten? Ich will sie funkeln sehen. Das ist entwürdigend. Schenk mir ein Lächeln. Tada, sind wir hier fertig? Nein, sind wir nicht. Wir brauchen mehr Zahnbürsten. Langsam wird's albern. Rein damit, Süßer. Die passen kaum in meinen Mund. Hoffentlich hat das was gebracht. Bitte sag, dass wir fertig sind. Ich kann nicht mehr. Jetzt bin ich glücklich. Und ich kann endlich weiterlesen. Wenn man gut aussieht, fühlt man sich auch gut. Aber manchmal braucht man dafür etwas Hilfe. Zum Glück gibt es fantastische Hacks, mit denen man sich von innen und außen gut fühlt. Kennst du auch ein paar Beauty-Tipps? Hast du eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Tu es und verpasse keine coolen Videos.